Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier von der Moin Moin NF liebe Match Leute ja, und Mahlzeit nach einer und herzlich willkommen beim Woche, weiteren sagen, wo Stream Folgen gezeigt haben. Der NF Match Map. Der Lona ist heute ein bisschen unterbesetzt. Genau, wir sind heute am Samstagabend, nee, Freitagabend ist es mittlerweile schon. Moin Moin. Und Shinox. Hallo. Wir starten gerade mit dem Grusium Team. Moin Moin. Danny. Moin. Olga. Hallo. Billy. Moin. Ja, auch ich hoffe natürlich, dass ich das und mit dem Hoshi. Sound ein bisschen besser geregelt habe. Wir haben die Woche ein bisschen probiert. Ein Team und wir sind alle noch ein bisschen bunt gemischt. Es funktioniert so, wie es eigentlich soll. Im Hintergrund hört ihr unseren Daniel und wir haben natürlich auch einen Gast heute bei uns. Der Bauer Matze, der kennt sich mit dem natürlich nochmal vielen Dank für die Unterstützung im Laufe der Woche. Mit diesem Multiplayer MP-Mod sehr gut aus. Deswegen steht er heute ein bisschen zu uns zur Verfügung und freut sich. Und schaut quasi auch schon auf. Mit den Hufen. Dann wechseln wir mal wieder ein bisschen in die Gesprächsräume runter, ne? Yep. Genau, und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir alle Fragen, die ihr habt, auch beantworten können. Ich würde sagen, wir spielen los. Wir starten das Ganze und wünschen uns allen natürlich ein schönes Game. Jetzt vorbestellen für Zugang zur Black. Viel Spaß. Und dann schauen wir mal. Ja, heute wird es ein bisschen und werden wir uns nur ein bisschen auf das Gesprächen oder auf das Gesprächen, auf das Gequatsche ein bisschen konzentrieren. Ja, wir wollen natürlich. Und ich muss kurz meinem Amtes walten hier, ne? So, genau. Und werden wir uns nur ein bisschen auf das Gesprächen oder auf das Gesprächen, auf das Gequatsche ein bisschen konzentrieren. Ja, wir wollen natürlich. Und ich muss kurz meinem Amtes walten hier, ne? So, genau. Und werden wir uns nur ein bisschen auf das Gesprächen oder auf das Gesprächen. So, jetzt sollte das Ganze etwas besser sein vom Klang her. 1, 2, 3, 4 Käsekuchen. So, ich begrüße euch natürlich ganz, ganz herzlich hier bei uns auf der NF Match Map. Ja, wir sind heute ein bisschen alleine hier. Also quasi nur zu zweit. Die haben uns alle allein gelassen. Wir gehen ein bisschen schwimmen, das ist die falsche Richtung. Hahaha. User joined your channel. Moin Moin. Moin. Weiß nicht, ihr seid ja schon ausgebucht für heute oder was war das? Nö, wir haben noch nicht. Wir hatten so einen kleinen Transportauftrag für euch. Ich weiß nicht genau, was ihr dafür haben wollt. Und zwar würden wir gerne unseren Drescher verkaufen am Händlershop natürlich, weil man da glaube ich einen Euro mehr für kriegt. Und würden uns einen anderen Drescher dafür kaufen und ihr wärt vielleicht für die Überführungsfahrten, wenn das machbar wäre. Dann gucke ich mal kurz in die Preisliste. Was das kostet. Genau. Oh, einmal Speedy Drescher muss zum... noch eine Rechnung bezahlen. Ja, also einmal Speedy. Drescher zum Shop und den Drescher, den wir dann gekauft haben, wieder vom Shop zum Hof. Das wäre toll, ja, wenn das Moment. Machen könnte. Ich muss nur gerade durchswitchen, was da alles ist. Ja, kannst du sonst mal gucken. Die Stunde in Tausender laut Liste. Ja, wir spielen aktuell in 1. Gehst du dann gleich auf mal 5? Ja, mache ich. Und ja, kannst du dann gerne, also wir würden das machen. Ich denke, mehr als 3.000, 4.000 wird das ja nicht kosten. Weil Drescher fahren ist ja nicht so schnell, aber... Richtig. Nee, ist okay. Okay. Dann schicke ich euch einen Thomas rüber. Den Drescher bei euch abholen und den neuen liefern, richtig? Genau. Er müsste dann Bescheid sagen, wenn er am Shop ist, damit wir verkaufen können. Und den neuen kaufen können, weil vorher haben wir nicht das Budget. Yep. Eigentlich nur so ein Austausch. So, gut. Das ist okay. Das so. Wir werden den Drescher dann mal freigeben, damit er da drauf kann, ne? Ja. Thomas, machst du das dann? Ja. Und guck bitte auf die Zeit oben, wie lang. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo waren noch die Fahrzeuge. Und welches ist jetzt überhaupt unser?
Das müsst ihr beim Durchswitchen ja merken. Und ich bin mal kurz bei Speedy und werde ihm sagen, dass da noch eine Rechnung offen ist. Ja, das geht natürlich nicht. Aber wie, weiß jemand, wie der Drescher heißt, zufällig? Nö. Musst du mal deine Jungs fragen. Ja, ich geh mal dann. Tschüss. User left your channel. User left your channel. Ey, ich hab noch eine offene Rechnung. Eine Mahnung schreiben. So, wir holen uns gerade den Drescher vom Team Daniel. Auch ein bisschen Überführungskosten. Natürlich begrüße ich alle ganz, ganz herzlich, die hier neu zugeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Abend. Und willkommen zum nächsten Livestream der NF Matchmap. Powered by Fat Action. Und heute mit einem kleinen Special Gast. Mit dem Bauern. Daniel, glaube ich. Nee, Bauer Matze war das. Entschuldigung. Mit dem Bauer Matze. Der kennt sich, was diesen Match-Mod angeht. Kennt er sich richtig gut aus. Ist er richtig fit drin. Wenn ihr Fragen habt, ja, fragt. Wir werden natürlich versuchen, die Jenny und ich euch das Ding irgendwie zu übersetzen. Könnte aber durchaus passieren, wenn er ein bisschen... Ich hole mal kurz den Lohner hier runter, weil da oben er steht jetzt gerade schon am Drescher. Weiß der Lohner? TC590. Nee. Brauchen doch, TC590 heißt er. Nicht da in das Menü. Ich muss in das Multiplayer-Menü. Welcher meinst du? TC590. Ja, da stehe ich davor, kann aber nicht einsteigen. Nee, das ist ja, noch, das ist ja auch noch hochfest. Ich weiß, ich finde den nicht. Apex 1455XL, ich brauche das Schneidwerk und ich brauche TC590. Aha. User joined your channel. Also die Tannen fliegen unmöglich, es ist nicht die abgesicht oben auf dem Dach. Okay. Kannst du jetzt einsteigen? Thomas? Ja. Und das Schneidwerk bleibt auch dran, damit kannst du jetzt auch wegfahren. Obwohl das Schneidwerk uns noch zugeordnet ist, aber es macht Sinn. Müssen wir nur so schauen, dass wir es am nächsten dran denken. Wenn du am Shop angekommen bist, dass ich wahrscheinlich den uns wieder zuordne. Nee, oder? Nee, das geht über die offene Posten, glaube ich, ne? Starte ich jetzt. Das, gut? Das gleiche würden wir ganz gerne mit dem Case-Traktor machen. Mit dem Case dann auch noch, klar. Macht er dann im Anschluss. Achso, zur Info: Das Spielerheben Schale zum Hochheben ist auf diese 2,25 eingestellt. Oder jetzt spricht er von Tanne euch was auf dem Dach liegt, Schatz. Also dürftig kann ich tragen. Kleine Holzstücke können getragen werden, aber keine ganzen Stämme und keine Paletten. Die hat sich um 180 Grad gedreht und aufs Dach geschmissen, Tanne. Ich glaube, ich kann aber wie trotzdem noch die Stämme tragen, aber vielleicht. Dani? Ja. Ich habe eine Ladung Hackschnitzel, wohin? Sag mal. Musst du da hoch, kannst du dich absehen? Ja, die oder? Andere Tanne da oben, siehst du das nicht, dass eine auf dem Dach liegt? Ja, bring mal die Zellstock. Die ja, aktuell gerade auch ein neuer Auftrag. Wir machen gerade einen Überführungsfahrt. Ich kann das Ding nicht fahren. Das kann man natürlich auch abrechnen und dann bringen wir Wasser. Sofort. Aber dann müssen machen wir noch ein kleines Wasserfass kaufen. Aber nee, ich fahre mal die Blätter ab. Wir wollen einen neuen Drescher. Genau, also ihr beide kümmert erstmal um Holz nachschub. Mit Gerät. Ja, wir kümmern uns um Holz nachschub. Machst du halt in relativ kleinen Stücken und dann... 165.000. Ja. Ich hoffe doch zumindest, dass es mit dem Sound soweit okay ist. Wäre schön, wenn ich da von euch ein kleines Feedback kriege. Und kleines Info vorab. Nächste Woche wird es hier auf diesem Kanal am Wochenende normal sehr Freitag, nicht das Streamtag. Ne? Wird es keinen Stream geben, da ich im Urlaub bin. Wir werden wahrscheinlich die Woche noch vorproduzieren. Also heute Abend für die Woche vorproduzieren. Und... dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. An den Lohner, Verwendungszweck. Also dementsprechend nicht wundern, wenn es dann läuft. Ja, fahr einfach durch. Ich bin gerade nächsten Woche, wenn es dann keine Countdown-Ansagen gibt für den Stream. Ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Viel Spaß hier bei uns. So, der Lohner muss ja eigentlich auch wieder in sein Lohnbüro, oder? Ich nehme ihn gleich mit. Ja, kannst du rein.
removed. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Ja, heute nicht ganz so tolles Wetter hier auf der Matchmap. Ein bisschen bewölkt und aktuell haben wir auch ein bisschen was geändert an der Brückenschließzeit. Beziehungsweise nicht wir, sondern der Fat Action. Die haben wir ein bisschen optional nach oben gesetzt, weil das letzte Mal hatten wir das Problem, dass wir schon 18 Uhr ausgesperrt worden sind und dann nicht mehr rüberkommen. Und das hat er optional ein kleines bisschen geändert. Ich werde jetzt auf dem Rückweg, werde ich ja auch mal am Schild anhalten, da sollten die neuen Öffnungszeiten von der Brücke auch hinterlegt sein. Ja, nach wie vor freue ich mich, dass ihr da seid. User left your channel. Und heute sind die Lohner etwas unterbesetzt. Der dritte Lohner hat heute frei. Dementsprechend sind wir alleine, also die Jenny und meine Wenigkeit. Ja, ich war die Woche auch ein bisschen fleißig. Ich habe es endlich mal geschafft, ein kleines Foto vom Arbeitsplatz hochzuladen hier auf dem Kanal. Da bedanke mich natürlich für die ganzen Likes und Follows die Woche. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und dann scheinen wir wohl doch etwas richtig zu machen, wenn wir so ankommen. Freuen wir uns natürlich sehr über dieses Like. Über alle Likes. Und die restlichen Follows. Ihr dürft es natürlich auch sehr, sehr gern teilen. Und es gibt seit die Woche gibt es dieses Punktesystem. Ich habe mich mal versucht, die Woche am Einstellen und hoffe, dass es geklappt hat. Also nicht wundern, die Punkte heißen nicht Punkte, sondern die Punkte bedeuten hier, gibt es eine Eierwährung, ne? Weil Punkte auf Bauernhof gibt es ja nicht. Entweder gibt es Kohle oder Eier. Und mit Eier macht man hier ja bekanntlich auf der Map das meiste Geld. Deswegen gibt es auch die. Genau du, aber ich soll dem Dani noch beschäftigen. Nein, Mann. Hallo, ihr Lieben. Nutze euer Mikrofon. Ihr könnt ja nicht verkaufen. Ja, das können wir auch machen. Also wir sind also grundsätzlich mal offen, was das betrifft. Aber ich werde mir das einfach mal notieren und dann schauen wir mal, was der Rest dazu sagt. Ob das mit der Idee von den Ballen, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, ob man das nicht umgesetzt bekommen. Welchen Kostop, welchen Traktor will er umgesetzt haben? Welchen ihr braucht nur eine Fahrt zurück zu euch. Er kauft gleich einen Drescher, den du zurückbringen sollst. So, machen wir heute ein bisschen Überführungsfahrt. Der Daniel verkauft fröhlich, da ist er, guck mal, da. Wer den Daniel noch nicht kennt, so sieht der Daniel aus.
Das ist der Daniel, wie er live und wie er live, halt ohne Kettensäge. Kettensägen-Massaker war aber ein anderes Spiel. So, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Spannen wir mal ein bisschen. Da stehen sie alle. Wie die Ölkels, ne? Jetzt sehe ich gerade ein kleines Synchro-Problem. Der Speedy ist nämlich hier zweimal drin. Und den Spaß wollen sie jetzt zurückgefahren haben. Was? Den Spaß wollen sie jetzt zurückgefahren haben. Warte, ich zieh. Hacken dann die Wasser. You were moved. Sag's ihm kurz selber. Ich muss dann. Herr Thomas, du bist da? Hörst du uns? Ja, ich höre euch. Ja. Ah, da. Gut. So, Ihm. Welchen Traktor sollen wir einen Schlüter kaufen oder wollt ihr einen anderen Traktor? Wollt ihr noch so einen Valtra haben? Entscheide du. Kauf einfach. Wir fahren alles hier. Genau, wir haben keine bestimmten Vorneigungen. Nein. Der Valtra ist natürlich fies, weil der so schnell ist. Ne? 119.000, 74 km/h. Kaufen. Hast du was drauf? Die Frage jetzt erstmal, der Drescher, der hier steht, komm, der ist eure, oder? Die 75.000 habt ihr gekriegt, Lohner, ne? Für Freischaltung haben wir... Musik mache ich dir gleich. Wir haben schon freigeschaltet. Das war zum Testen. Wir haben schon freigeschaltet. Darf ich ganz kurz stören? Sportmotor, Hauptfarbe, Standardreifen. Der Drescher ist Euro. Farbe. Ja, und setz zurück. Bitte. Eins. Ich setze so, zurück. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Und zwar müssen wir mal kurz was ändern. Also ich muss euch ganz kurz auf Pause stellen. Bin gleich wieder zurück. Ja, zurücksetzen wir uns am Shop. So, Thomas, hier, es wird nach Stunden bezahlt. Was macht er denn? Hatte ich gerade was gefragt, wo es hin soll, was genau? Im Hof, der Drescher. Drescher-Sand-Schneidwerk. Ja. Ich bring's dir sofort wieder, Carsten. Drescher-Schneidwerkswagen. Hab ich schon. Okay. Will er nicht. Kommst nicht rein, oder wie? Er ist zu groß. So, Jens, eins. Okay. So, duck. Der Rest hier ist zu klein, man hört mich nicht. Nein, das Blöde an die... Disconnected. Ja, kleines technisches Problem hier. Auch hier kann mal was in die Hose gehen. Aber das soll ja nicht das Problem sein. 1, 2... Kleinstücke rumliegen. Ja, es kann sein, dass die eventuell zu klein sind. Man hört mich immer noch nicht. Ja, dann hol ich doch mal einen kurzen Anhänger, wo ich die mit holen kann. Hast du die anderen, die hier liegen, geschnitten? Die sind alle oder mindestens gesackt? Einmal halbiert. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Traktor ist. Naja, du musst ja gucken, du siehst ja, wie lang der Trailer ist, ne? Länger dürfen die nicht sein. Deshalb hatte ich eigentlich gedacht, dass die Halbierung reicht. Also das mit Fahrzeugen kaufen, finde ich, ist gerade, wenn mehrere Leute am Shop sind, furchtbar. So, Problem auch wieder gelöst. Ja, genau, haben wir selber. Müssen wir ganz umprogrammieren hier, dann geht das wieder. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Ist mir kein Geld abgezogen worden. Habe ich aber eine andere Frage, was die Mods hier angeht mit der Zuordnung. Hat Speed jetzt einen neuen Traktor gekauft oder? Weil da unten, ganz unten ist ein Fliegel DPW Hof West. Kann das sein, dass Speedy das zugeordnet hat, aber gar nicht richtig? Das könnte sein, ich frag ihn mal. User left your channel. Genau so haben wir das eigentlich also den gedacht. Drescher lassen wir nochmal kurz, bis Thomas den am Hof hat. Ich hoffe, das klappt, Thomas. Das ist unser Düngersteuer. Speedy kommt. Guten Tag. Oh, moin. Ich glaube, wir sind hier durcheinander. Kann das sein mit dem Traktor? Ein Düngersteuer steht bei uns auf dem Hof. Ja, ein Düngersteuer habe ich gekauft und einen Anhänger. Also steht der schon bei uns auf dem Hof? Ja, hab ich auch schon geholt. Sag ich doch, den hat Speedy gekauft. Ah, okay, dann ist das richtig. Und den Valtra, der jetzt hier ist, gleich zugeordnet. Sind unser. Wo ich eigentlich dachte, ich hätte eine andere Felgenfarbe. Habt ihr einen neuen Valtra gerade eben gekauft oder gar nicht? Nein.
Okay, dann das war der, den wir letztes Mal, den ich an der Brücke hängen lassen habe. Ach so, okay. Ja, dann glaube ich, hau das doch hin. Weil die beiden... zwischendurch ist man leicht verwirrt. Nee, ich habe, wie gesagt, die beiden Sachen, die wir gekauft haben, habe ich auch gleich sofort zugeordnet. Okay. Nee, dann passt das wohl doch alles so, wie es soll. Ja, wir wollen ja mal ein bisschen mehr aufpassen jetzt. Keine Fehler. Das ist echt ganz gar nicht mal so einfach alles. Ja, wie gesagt, die Mehlfabrik ist freigeschaltet bei euch. Wer wollte jetzt noch irgendwas freigeschaltet haben? Nee, das war das. Das habe ich bezahlt, das habe ich dir überwiesen. Das Geld müsstest du gekriegt haben. Ja, das habe ich. Genau. Gut, denn ich wollte es testen, ob wir jetzt selbst kaufbare Objekte freischalten können, aber das können wir immer noch nicht. Das machen wir weiter so, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, dass wir den Lohner informieren. Gut, dann darf ich wieder gehen, ne? Oder ja, muss ich? Oder danke. Ich kann auch hier bleiben, ne? Ab. Du bist so viel spioniert, denn. Danke dir. Tschüss, tschüss. So, was sagt Thomas, der Lohner, der gerade für uns arbeitet? Klappt alles? Ja, er hat jetzt das Schneidwerk aufgeladen und fährt dann los. Oh, jetzt macht das wieder runter. Schatz, was machst du? Warte. Die Rangierzeit wird nicht mitgerechnet. Dani? Ja? Die großen Paletten hier zu den kleinen? Ach, das sitzt nicht richtig drauf, das Schneidwerk, Dani. Lass mal los. Okay. Ja. Was mit dem Schneidwerk? Sitzt nicht richtig, oder? Die anderen kleinen Sachen sind vorne an der Ecke gelandet. Hier ist doch eine. Ja, Moment. Obwohl, das bringe ich alles vorne an die Ecke, dann hast du alles so auf dem Haufen. Ja, sehr nett. So, dann haben wir jetzt einen zweiten Waltra. Da haben wir noch ein bisschen. Das sieht so eigentlich aus. Sieht gut da auf dem. Ja, passt. Müsste die ganze Tanne gewesen sein, die auf dem Dach gelandet ist. Zeig mal die. Was? Minimap? Wie Minimap? Minimap? Hier ist Minimap. Das muss reichen. Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Denn wir wollen so, die Chefschaft. Ich will nicht, wie es soll. Aber dann probieren wir mal aus. Ich aktuell nicht jeden anders mitlesen kann. Wenn jetzt irgendwas passt, nicht gleich so. Ich hoffe natürlich, die Moderatoren teilweise ein bisschen weiterhelfen können. Dani? Genau, aktuell. Schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt 8 Zuschauer. Ja. Freuen wir uns natürlich sehr, dass ihr da seid. Na, ich muss mal den. Einen wunderschönen guten Abend und. Ja, willkommen zum nächsten. Let's Play, beziehungsweise zum nächsten Live-Challenge. Aktuell ein bisschen schwierig, ein bisschen Chaos hier. Das habe ich auch gelegentlich. Entweder kann ich es nicht aufrufen oder ich kann es nicht wegdrücken, auch auf der normalen Marsch. Dann muss ich einmal raus aus dem Spiel und wieder rein und dann geht's auf einmal, komischerweise. Thomas ist wieder auf dem Weg zu euch. Kannst du es drauflegen, dann gucke ich das... Ja, aktuell haben wir einen kleinen Special-Gast, und zwar den Bauern Matze. Was hast du denn? Der ist dafür da, weil aktuell es gab bei uns ein paar Fragen und hier bei euch ein paar Fragen. Gut, beim Daniel ein paar Fragen über dieses auf der anderen Seite, Match, über die Match-Map. Über diesen, was war das noch? Das waren jetzt die TAN? Match. Er kann ich gar keinen über die Matchbot. Deswegen ist er jetzt da. Und würde quasi eure Fragen beantworten. Ja, vorsichtig, da ist fast ein Fahrzeug versenkt. Thomas, du hast Standbild. Kann ich im Graben kein Wasser auftanken? Okay. Warum nicht? Doch, das haben wir geschafft. Ich sehe gerade, dass ich Standbild habe. Willst du mal testen? Du musst nur den Hintern, also das Rohr Schuld. Von dem was Rädern vergessen. Unter Wasser kriegen. So, jetzt habe ich kein Standbild mehr, Entschuldigung. Ist es das 100.000er Fass? Ja. So, jetzt lackt das hier ein bisschen. Das mit dem haben wir es natürlich noch nicht probiert, aber die geht ja auf deinem friesischen Marsch, geht das doch. Da muss es doch hier auch gehen. Ja, sollte. Und die alte kannst du mir eben gleich einen Schwung geben, wo du gerade hier bist. Ich komme nicht mehr raus, glaube ich. Ja. Oder warte, nein, ich versuch's nochmal. Ja, von hinten so hab ich was vergessen. Nee. Tut mir leid. Ich hab's. Ach, gut. Okay. Ich gehe mal kurz zusammenzählen, was da überall an Zuschauern sind. Ja. Ich sehe gar nicht, wie viele Leute da sind. Ja, ich sag's dir gleich. Wie viele Leute sind schon da? Oh. Ich bin falsch abgebogen. Mein Stream wird gar nicht richtig angezeigt, oder? Aber ihr könnt es sehen, liebe Zuschauer, oder? Wird richtig angezeigt und wir haben knapp 210 auf allen Kanälen zusammengerechnet. Freuen wir uns. 181, 47 Likes, da ist noch Luft nach oben, aber ich krieg das von Blumenpartout nicht abgefüllt. Auf dem Handy, Axel. Ja, jetzt habe ich es. Also ich hänge hier auch ganz komisch im Graben. Da springt hier hin und. Ja, genau. Drescher ist unterwegs.
Vielleicht ist der Valtra auch schnell, aber vielleicht ist er auch für sowas nicht geeignet. Es gibt Drive Control, ne? Ja. Ja, da ist auch 4x4 drinne und ne, und so weiter und so fort. Das soll helfen, wenn du im Graben bist. Vielen, vielen Dank. Ich schalte das nochmal ein. Dankeschön. Shift 4, 5, 6, glaube ich. Ja, Shift 4, 5 und 6. Ja, danke, Leute. So, da fährt die Alte vorbei. Perfekt. Guten Tag. Moin, moin. So. Ach, was ist hier ein Rauchmelder? Oh. Oh, oh. Oh, das macht bestimmt irgendjemand hier. Hat sie bestimmt den Ofen angemacht. Bin gleich wieder da. Oder Batterie leer, da piepen die Dinger auch. Ja. Aber nicht so hat laut. Meine Frau heute auch schon geschafft, den Rauchmelder einzuschalten. Hat meine Frau heute auch schon geschafft, den Rauchmelder anzuschalten. Ich habe gekocht. Nee, heute kommt die Karte nicht. So, 1, 2. Genau, Daniels Hütte, Dannys Hütte brennt, ne? Das wollen wir mal nicht hoffen. Genau. Zum Thema Veröffentlichung der Map. Das wird wahrscheinlich morgen Abend passieren. Entfernt? Mal ganz grob, aber ich denke, Daniel wird dazu noch was sagen im Verlauf des Streams. Ja. Wenn ich gleich so einen Terror machen muss, aber die Zeit habe ich hier praktisch genutzt. Das Fass ist aufgefüllt. Ja. Jetzt kriege ich aber natürlich 100.000 mehr aus dem Graben wieder raus. Vielleicht hätte ich es ein bisschen auch gedacht. Zieh. Da habe ich ein bisschen Zeit, mal im Set zu gucken. Danke schon mal für alle Leute, die reinschalten. Man ist im Multiplayer-Projekt hier so fixiert teilweise, dass man gar nicht so richtig dazu kommt, auf eure Fragen zu antworten und so und euch das alles mitzulesen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich grüße nochmal alle, die neu reinschalten. Wirklich freuen mich, wenn ihr ein Like da lässt. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, bei den anderen aus anderen Sichtweisen sich das Ganze anzugucken. Wer alles noch live streamt auf Twitch oder YouTube, das seht ihr unten in der Beschreibung. Das ist nämlich Thomas, Shinox, Oshi und Holger und Speedy. Also ihr habt Möglichkeiten, also Wahnsinn. Jetzt aus 5 Sichten, glaube ich, ungefähr sehen heute hier. Daniel, was willst du jetzt verkauft haben? Oder hast du schon alles? Nee, den Traktor hatte ich. Bist du mit dem Drescher auf dem Hof schon? Ja. Da musst du aufpassen, da hast du schnell Kollision, wenn du da reinfährst. Hab ich schon, ja. Hast du schon. Nee. Dann kann ich den Drescher ja schon irgendwo in der Halle oder irgendwo auf dem Hof einfach, denn... Kann ich den uns zuordnen, weil bisher ist er noch frei verfügbar. Steht aktuell in der Halle. Danke dir. So, dann erwarten wir die Rechnung, wa? Kommt. Aber dann, wenn wir heute nur 2 Lohner sind, dann würde ich dir den Thomas bei dir lassen, dann gehe ich runter zum Speedy. Dann ist der Lohner schön aufgeteilt heute. Ja. Genau, und Hoshi schreit schon. Richtig, ich bin dann weg. So, West. Salazar, wenn wir unten hingehen. So, jetzt haben wir auch eine Öffnungszeit, und zwar von 8 bis 18 Uhr. Von den ganzen, wo die Zellstofffabrik und so weiter ist. Da müssten eigentlich noch ein paar gute Tannen rumstehen. Habt ihr ja schon. Da hatte ich mit Danny letztes Mal da unten. Habt ihr den Holzhacker schon in Betrieb? Wirklich der Zellstoff. Ja. Also quasi da an den ganzen Straßen ist. Da müssten noch ein paar Tannen Danny? Stehen. Ja. In 3 Sekunden kannst du Geld einholen. Ja, habt ihr den Holzhacker schon beliefert mit Holz? War gerade gemacht, ja. Also der Bretterpaletten macht. Nee, den Holzhacker, der nur Hackschnitzel macht. Nein, das mache ich jetzt mit der nächsten Fuhre. Wir brauchen alles. Wir brauchen ganz viel Hackschnitzel. Ja.
Also eine Idee. Geld wartet. Abholen. So, also kleine Rückmeldung. Ihr hört's ja wahrscheinlich. Wir wollen erstmal nur die Tanz. Deine Tüte brennt oder? Nicht. Keine Angst. Ja, nur die automatisch Load Anhänger hier. Ne? 33.000 Einnahmen Ernte nehmen wir. Kann man gut gebrauchen. Ja. Dann liegen hier noch zwei Stunden am Ende. Eben, wo haben wir denn das Geld jetzt her? Eigentlich. Ich habe Pellets verkauft. Ja, aber doch nur 33.000, oder? Ja. Warte mal, kann ich irgendwie die Geldeingänge sehen? Also weil ich habe das Gefühl. Irgendwie. Weil der Alpha ist auch gerade verkaufen da. Oh, vielen, vielen Dank, liebe Leute, für die Unterstützung. Nicht mal an. Ich krieg Unterstützung. Soll ich es mal anmachen? Vielen, vielen Dank, Kohle. Mega cool. Ich glaube, kann das sein, dass die irgendwie verkauft haben und wir haben Geld gekriegt? Ich verstehe es nicht. Meine, wir hatten gerade eben 50.000 gehabt, oder, liebe Zuschauer? Ihr habt es doch vielleicht gesehen. Ihr könnt im Stream auch gerne nochmal zurückgucken, ob ihr da irgendwo sehen könnt. Und dann müssen die Leute das selber jetzt nachforschen. Mehlfabrik Freischalt, das ist vom letzten Mal. Speedy. Sprengerhof West. Weltstoff Ost freischalten. Ach, Speedy will, dass wir die Zellstoff Ost freischalten. Das ist eine Fehlüberweisung, können nicht rückgängig gemacht werden. So, liebe Leute, einmal kurz zuhören, alle. Falls noch jemand Interesse hat, ich habe gerade eben eine Nachricht bekommen. Ich zeige es mal kurz. Also, ich habe ja nicht viele Zuschauer im Stream, sonst hätte ich euch das über die Kamera gezeigt. Wenn jemand Farming Simulator spielt, bei Mediamarkt gibt es aktuell das Bundle von Lenkrad, Gasbremse und Seitenkonsole für 99 Euro, falls noch jemand Interesse hat. Ich dachte, ich bringe es mal an alle weiter, die eventuell das Ding sich kaufen wollten, aber nicht das Geld dazu hatten. Ja, das ist ein gutes Angebot. Zumindest. Weiß nicht, ja, ja. Also Mediamarkt Online, 99 Euro, also bei Bedarf. Mal gucken, wie lange das dauert, bis Speedy merkt, dass sie falsch überwiesen haben. Dann müssen wir den jetzt so, wir haben kurz unsere kleine Strategie besprochen, genau. Ja, Salasa, wo ja, dann bist du schon aber wie die Strategie? Schreibt mal rein in die Kommentare. Wie lange wollen wir die werdet ihr dann die nächsten Zeit sehen? Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Wir haben zu viele neugierige Ohren dabei. Oder bin ich jetzt zu hart, wenn ich nicht sofort rübergehe und sage, hier, auch verraten, wir wollen jetzt dann guckt ihr auch ein Feld kaufen, eine Wiese kaufen, die dann bearbeiten und dann dementsprechend ein bisschen Gras. Ja, es kommt ja hin mit 75.000 mit dem Verkauf. Alter, Verkauf für 33.000 plus die Fehlüberweisung, das kommt noch hin. 4 Minuten? Ja, ne? Jetzt Speedy dreht gleich durch. Ich dachte, die sollen selber drauf kommen. Marcel sagt auch 10 Minuten. Er dreht gleich durch, der Speedy. Man muss ja ein bisschen gucken, ne? Also, komm. Das muss sein. Vielleicht geht Stanley ja trotzdem schon hin, vielleicht haben die auch gar keinen Überblick über ihren Kontostand. Der Lohner, der ist ja meistens recht potent in seinem Lohn, in seinem Kontostand. Ja, genau, das passt. Richtig warten. 5 Minuten sagt WWW, der ist ein bisschen humaner. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr seid fies, sagt Curtis. Naja, ich glaube, im Zweifel hätten die es ja auch selber nicht gemerkt oder nicht gesagt. Auf jeden Fall cool, wir produzieren Papier, ne? Und links passt. Ja, ein bisschen laut hier. Dann habe ich noch einen interessanten Mod gesehen. Ich habe mir ja mal unsere Modliste angeguckt, weil ich selbst überhaupt gar keine Peilung hatte, muss ich gestehen, was für Mods wir hier so drin haben. Ich habe da noch einen interessanten Anhänger für uns gefunden. Der preislich sehr interessant ist im Verhältnis zu seinem Füllvolumen. Okay. Ist da ja so ein bisschen, ich habe geguckt, was haben wir so. Hast du ihn da ja. Glück gekriegt? Nee. Nee, aber lass mich mal der kurz dagegen fahren. Dann fällt er hinten rüber. Oh, dann kommen wir da rauf. Danke fürs Reinschalten. 68 Likes bisher. Tatsächlich, da geht noch was. Komm mir da rein. Macht die 100 Likes vorhin. Danke euch. Nee, ne? Nee, noch gehört die Bude uns nicht. Welche? Raffinerie? Nee. Nee, da haben wir noch keine Aktien drin. Wie weil wir denn? Haben das Problem, dass da... ein Ast rüberhängt, wenn wir den Blech nicht ganz schneiden. So wild. Läuft. Oh, hast du schon. Nein, natürlich. Leute, wie ist denn eigentlich der, habt ihr so ein bisschen Plan? Ups, das beobachten.
wie der Wachstumsstatus auf unseren Getreidefeldern ist, dass wir das dreimal gedüngt kriegen. Wir sind auch bei Feld 6, sind wir auf jeden Fall eine Wachstumsstufe vor dem anderen Team. Ich würde mir wünschen, dass wir heute das erste Ziel uns sichern, Stroh. Wenn wir schnell genug sind, können wir uns das erste Ziel heute sichern. Ja, was soll ich machen? Erzähl. Perfekt. Nö, noch, also wir müssen gucken, ich wollte jetzt nur, dass wir hier Dünger beobachten, ob wir wieder düngen können oder so auf unseren Feldern. Ich weiß es nicht genau. Die 1 muss auf alle Fälle noch eine Ladung kriegen und die 6 ist fertig. Ja, dann schnapp ich mir den Dünger. Wobei die 1 kann das überhaupt schon wieder gedüngt werden? Noch nicht hundertprozentig eine Wachstumsstufe hinter sich hat. Nee, das ist eher in unterschiedlichen Wachstumsstufen, so wie es aussieht. Da musst du noch ein bisschen warten, bis das Hellgrüne weg ist. Okay, dann kann man eins also noch nicht wieder düngen. So, also, brauchen wir dann noch Wasser. Markus, kriegst du den Ast jetzt weg? Jetzt müsste er hundertprozentig. Brauchen wir noch irgendwo Wasser? Erstmal nö, ne? Also 100.000 habe ich jetzt in die Zellstofffabrik reingehämmert. So, warte, ja. Moment. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier bei uns. Beim Team Viola und beim zweiten Livestream der NF Marshmallow spielen, ne? Obwohl mir eigentlich egal, morgen wir freuen uns natürlich, dass ihr da seid. Wir das immer live an im Internet. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft uns followen, wie ihr wollt, was ihr wollt. Ja gut, ich habe eure Sportplayer gerade angemacht. Ja, sollte nur nicht zu laut sein, dass man das hier im Hintergrund hört, wegen Lizenz, ja. Blablabla. Ich halte dich auf dem Laufenden. Jo. Ich glaube, dann haue ich da schon mal bei den Rindern rein, weil die Rinderzucht läuft bei denen schon zum Teil. Auch das sollten wir vielleicht überlegen. Ja. Wie die... Kann auch wieder kommen, oder die hören jetzt alles bei uns ab. Ich weiß gar nicht, gucken die unsere Streams nebenbei? Ich weiß nicht. Heule, vielen Dank. Mega, danke euch. Cool. Was macht unsere Silage? So, danke, alles gut bei uns. Danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, jetzt noch das Dorf im ordentlichen Spiel hinlegt. So, ein bisschen laut ist das bei dir, Schnapp. Moment. Kommt alles bei uns durch. Ja. So, aber aktuell wollte man eigentlich gerade ein kleines Feld zu streamen. Beziehungsweise eine kleine Wiese zu legen, damit wir ein bisschen Stroh und Gras auf Vorrat haben. Kann der neue PC verhören? Ja, ist ja schön, der Martin, da fehlt noch ein bisschen. Aber mal gucken, was da machen lässt in den nächsten Wochen. Ging nicht so ganz, wie wir das wollen. Sind dann auf jeden Fall auch bei Zeit, ja? Aber wir haben unseren Fachberater. 8 bis 18. Nee, doch, 8 bis 18, ja. Also 2 Stunden früher morgens auf. Mehr habe ich da nicht dran. Steht aber auch auf dem Schild, da drücke. Ich habe noch ein bisschen Kompost da, wo soll das hin? Ja, danke schön, Buddy Bill. Nein, das ist kein professionell. Das ist eigentlich so ein bisschen semi-professionell. Ich habe ein kleines Problem. Ihr hört selber, es geht nicht so ganz, wie es eigentlich sollte. Also ich dachte eigentlich, dass der Sound ein bisschen besser rauskommt, aber wahrscheinlich liegt es an OBS. Wir haben deswegen eine Wiese gekauft. Schauen wir mal, da müssen wir die Woche mal umdümpeln. Wie, was und wo. Das geht ja nicht. Kleine Idee, ja kleine Anmerkung von meiner Seite nicht? Aus. Nächstes Nein, Wochenende schon, Freitag wird es keinen Livestream von Geld. Dieser Seite das aus euch auch nicht abgezogen. Das ist meiner Seite des Lohners geben, das okay. Da wir im Urlaub sind also und dementsprechend auch in Ordnung. Kein weil ich hatte auch eine Idee, das können wir jetzt im Stream mit den ganzen Zuschauern ja nochmal besprechen. Und oder das machen wir sonst am Ende. Eigentlich müssten wir uns dann für alle zusammen nochmal in einem Raum zusammenrotten. Aber die Woche werden wir schon mal auch zwei, drei Lohner ein bisschen mehr machen kann. Ich dachte nur, heute seid ihr eh so übermäßig gut besetzt. Die dann mal oder dass ihr eigentlich wahrscheinlich auch nochmal die meiste Zeit mit irgendwelchen heute, Aufträgen versorgt werdet. Wir sollten natürlich nicht komplett selbstständig nicht nur das machen, tun. Wir wo ihr gerade Lust habt. Und dann brauchen wir heute gesagt, nee, wir haben gerade nö, eure Arbeit hat klipp und klar Vorrang, die Aufgabe. Das ist klar. Tut mir leid, ich glaube Besserung. Lass uns mal schnell die Leute hier alle zusammenrotten. Ich hole sie hoch. Ja. Können wir das so vielleicht gemeinsam entscheiden. Kleine Besprechung. Karte wird wahrscheinlich morgen kommen. Bin arbeiten und werde die Let's Play erst morgen schauen können. Wann kommt denn die Karte? Nun ja, sorry. Krieg nicht alles mit, was ihr schreibt. Das ist ein bisschen schwierig. Wir kommen da hinterher. Die Karte soll es morgen Mittag circa geben. Ja, also ihr habt gesagt, morgen Mittag soll es die Karte öffentlich rauskommen. Wenn wir jetzt heute hier keine Papiere
Fehlernde Feststellung, das war bestimmt der Autosave. So, wir rotten uns jetzt einmal kurz mit allen Spielern zusammen, um nochmal zu besprechen. Gut, Hoshi war falsch abgebogen, Speedy fehlt noch. Wie, ich bin falsch abgebogen, kann ich sagen. Du warst so gerade eben. So, einmal jetzt haben wir alle zusammen hier, ne? Ja. Meine Überlegung war ja, der Lohner strebt ja mal so ein bisschen nach Selbstständigkeit. Und wenn wir ihn nicht die ganze Zeit in Auftrag mit Aufträgen versorgen können, würden sie ja gerne auch selbst ein bisschen tätig werden in der Mitte. Und ich habe da eine ganz gute Idee mitgekriegt, sage ich mal, von dem einen YouTuber, der auch schon im Challenge-Bereich länger unterwegs ist. Und zwar, dass zum Beispiel der Lohner in der Mitte sich Felder kaufen kann, bei, egal welches Feld, die Mitte. Wir aber, wenn wir das später selber kaufen wollen, es den abkaufen könnten. Und die könnten natürlich dann auch überlegen, dass sie ernten, das bei sich lagern und eine, das ist mir dann eingefallen, so eine genannte Getreideversteigerung machen. Dass die dann mal sagen, okay, wir haben hier 100.000 Weizen, die würden wir jetzt gerne auf den Markt geben. Und dann können wir beiden Teams überlegen, wollen wir jetzt 100.000 Weizen kaufen? Ja oder nein? Und dann müssen die halt einen Preis bestimmen. Ne? Dann das können sie uns das liefern und wir könnten das bezahlen. Passen, ne? Und so vielleicht in einem oder anderen Ziel ein bisschen näher kommen. Haben wir noch einen kleinen Strategiefaktor mehr da drin. Also ich würde es gut finden. Weiß nicht, was ihr sagt, was sagen die Zuschauer? Ja, also liebe Zuschauer, ihr seid jetzt auch gefragt. Genau, der Dani hat gerade angesprochen. Wird jetzt ja nicht heute sein, weil bevor die überhaupt irgendwie den Vorrat angelegt haben. Die Idee wäre, dass der Lohner selbstständig agiert. Dann zu sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Mannschaft nur 50.000 noch fehlen oder 20.000, um das Match zu gewinnen und wir machen dann eine Versteigerung. Genau, dann hat der andere immer noch auch noch das Recht zu sagen, okay, zahl noch ein bisschen mehr, damit der andere das nicht kriegt. Oder ne? Und so kann man dem anderen das vielleicht vermiesen, muss natürlich gucken, was kann man sich budgettechnisch leisten, macht das noch Sinn oder sagt man, okay, komm, dann zieh doch ab mit dem Ziel. Also, ja, also die Zuschauer sagen auch, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, bringt noch ein bisschen auch dann Abwechslung rein, noch ein neuer Aspekt, den es so, glaube ich, nicht gibt. Und der Lohner wäre zwischendrin auch ein bisschen beschäftigt, aber genau. Was von unserer Seite aus klar ist, wenn ihr einen Auftrag habt, ist für uns unsere Sache, die wir dann machen, in dem Moment tabu, fertig und es geht dann, wir machen dann erst eure Aufträge fertig. Ja, genau, das wäre doch hervorragend, wenn wir das so managen könnten. Zumal auch, ich sag mal, wir werden ja auch genug zu tun haben, während wir auf unseren Inseln alle Felder gekauft haben, oder? Eben. Das denke ich auch. Und ich meine, jetzt ist der Lohner zwar nur zu zweit heute, aber beim nächsten Mal vielleicht wieder zu viert und vielleicht sind sie auf einmal auch zu fünf, so ungefähr. Von daher denke ich. Sollten wir eigentlich machen. Ja. Also ich habe nichts dagegen. Bevor wir die Felder tatsächlich kaufen, wird es ewig dauern. Aber wenn wir nachher sagen, aber wir wollen die unbedingt kaufen, müssten sie uns halt ungefähr das dann auch wieder verkaufen. Richtig. Nee, ist ja kein Problem. Ja. Ich glaube nicht, dass es so schnell auf euch zukommt, aber. Ja, aber das ist ein schöner Deal. Ja, also wenn wir so weitermachen, ist das morgen. Ja, ihr habt natürlich das mega Startkapital, ihr könnt euch wahrscheinlich gleich alle Felder kaufen oder so. Habt ihr nicht mehr so viel Geld über. Nee, wir haben ja auch einen Fuhrpark, den wir entsprechend hantieren müssen. Auch den müssen wir aufrüsten. Und wir müssen auch gewisse Sachen erstmal für uns kaufen und auch dann erstmal herstellen, lagern oder sagen, okay, wir verkaufen die Ernte komplett selber, weil wir das Geld brauchen, um neue Geräte zu kaufen. Genau. Das steht ja auch alles im Raum. Das hört sich gut an, machen wir so. Jo. Gut, okay. Das ist dann eine beschlossene Sache, ne? Oder gibt es noch Gegenstimmen? Kriegen wir denn die Felder zu den Preisen, was der Lohnunternehmer bezahlt hat, oder kann der Lohnunternehmer sagen, oh, ich will jetzt 400.000 haben, wenn das 100 kostet? 1:1. Also den Preis, den wir dann gezahlt haben, den würden wir an euch dann weitergeben. Ja, das ist dann nur fair. Ja. Ja. Per Trade. Eigentlich das ja gut, denn die Felder sind ja dann abgenutzt, ne? Ja, stimmt. Festgefahrener Boden. Oder wenn ihr Glück habt, dann volle 3 Düngestufen und was ihr haben wollt. Ja, nee, alles gut machen wir. Ja. Ja, das ist ja sowieso Voraussetzung, ne, dass wir das dann so bestellt kriegen, wie wir das haben wollen, ne? Genau. Am Kauf. Hast du gewusst, wo Carsten drauf war? Gut, ja, dann wollte ich sagen, damit ihr euch nicht hier unsere ganzen. Ja, wir müssen jetzt Feld kaufen, Speedy, jetzt hier Feld 17. Ja, genau. Soll ihr mal lieber wieder in den Osten gehen? Ja, machen wir auch. Tschüss. Okay. Tschüss. Gute Reise. Tschüss. Gute Besserung. Bye bye. Aber ich gehe dann auch wieder runter. Das mit kleinen gerne so, danke natürlich schon mal für alle Zuschauer, die reinschalten. Danke für die Like, danke für die Unterstützung, mega cool. Gerne auch bei den anderen mal reinschalten und ein bisschen Tipps geben.
Das wurde ja schon beschwert in den Kommentaren, dass jeder bei jedem Team gegenseitig reinguckt und so man immer gut Bescheid weiß, was machen die anderen und versucht das natürlich für sich auch ein bisschen abzugucken. Zumindest ich habe hier ein paar Paletten über. Also Paletten. Pallets, Paletten? Nee, Paletten nur. Wer Paletten? Ja. Hat, ist denn noch schon viel drin in der hier Zellstoff und in der Pallets? Zellstoff habe ich gerade eine halbe Ladung hingebracht. Ich guck mal eben. Also wenn beides gut, dann lass uns das verkaufen. Guck mal ruhig, wo du den Keller am meisten bekommst. Wie gesagt, so, bei mir funktioniert den Commodity-Preis heute eben nicht. Zugang zum Feld ist, zur Wiese. Und warum? Damit hier gleich muss der, wo wäre denn der Holzsammler? Beim Fußball oder kann noch hier? Dass sie kein Zaun ist? Ich bin hier unten, bin da schwer am Arbeiten. Ja, weil ich habe hier beim Rinderstall, beim Rinderzuchtstall gleich eine ganze Reihe. Ich habe hier auch gerade 6 Bäume umgelegt, glaube ich. Ja. Komm ich zu dir. Beim Leuchtturm habe ich auch noch 3 Tannen weg. Ja. Ey, ich spiele mal bald auf einer nackigen Karte hier. Nein, wir nehmen nur die Tannen. Dann haben wir, ach, wir müssen ja immer, wir haben das jetzt ja gar nicht aufgelöst mit der Fehlüberweisung, ne? Zuschauer, was sagt ihr? Die 10 Minuten sind rum oder wir wollen also fair spielen. Ich möchte die 75.000 gar nicht behalten, die wir jetzt hier fälschlicherweise gekriegt haben. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, welches Team. Also das hörte sich jetzt ja so an wegen dem Grasfeld. Aber nee, das wird ja nicht das Grasfeld in der Mitte gewesen sein. Das wird Speedy gewesen sein. Also Paletten finde ich da oben nicht aufgelistet. Ach, so viele Möglichkeiten haben wir da auch nicht. Nur an den Baumärkten dürfte das eigentlich sein. Oder ich krieg den. Ja, Kompost. Wir haben 2 Baumärkte, ne? Hier falsch. Hier fast Fleisch, Krabben, Grassamen, Hopfen, Hafer, Mist. So, da heißt das jetzt. Palette, oder wie heißt das? Ich sag herzlich willkommen. Paletten, schönen guten Abend. Hier war Empty Pallet. Nee, nur Paletten. Ja, also aktuell. Ja, das sind da Empty Pallets, das sind leere Paletten, ne? Da wir heute ein bisschen unterbesetzt bei den Lohnunternehmen sind, wir jetzt aktuell so verblieben, dass einer bei dem Team Ost. Dann regel ich das mal kurz wegen diesem fälschlichen. Ne? Und wir sind bei Team West. Ja. Und leere Paletten. Aber wir haben uns als Lohn auch schon eine kleine Strategie Tagebau überlegt, besser. Und die finde ich relativ gut. Weil das Tagebau geht nur um das 60 pro 1000. Länger da sind, dürfen wir auch Euro gerne. Pro 1000 sind 300 Euro pro Palette. Auch das dürft ihr sehr gerne machen. Das mehr ausmacht, genau. Wir hatten jetzt halt schon den Vorschlag. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wenn das Thema mehr und hier bei Twitch, dass wir anstatt Eier Ballen nehmen. Ist zu wenig Unterschied, meiner Meinung nach. Ich finde die Idee richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Verkauf ruhig hier bei unserem Baumarkt. Ich glaube, sind die Bretter klein genug. Also wichtig, dass wir den Holzhacker ordentlich bestücken und dass die Fabriken ein bisschen laufen. Das ist mit ein Schlüssel zum Erfolg natürlich. Und vor allen Dingen auch der Schlüssel, dass wir heute noch ein weiteres Feld oder so kaufen können. So, das war einmal Rinderhof und einmal Leuchtturm, richtig? Ja. Ja, also Haupthof, ne? Am Haupthof. Nicht bei den Milchkühen, sondern am Haupthof. Achso, und genau, schräg gegenüber ist da auch noch was an der Straße. Eine ganze Pfanne. Also sind 4 Tannen bei mir hier unten. Ja. Komm. Ja, kann sein. Achso, warte ich einfach hier unten, damit du das siehst, das ist besser. Oh, leck. Auch Bildchen im Baum. Muss man ein Stück hochrennen, glaube ich, hochklettern und versuchen, nach oben ein bisschen abzuschneiden. Achso, es ist die Tanne auch aufs Dach gefallen, das ist gut. Ja. Nee. Ah, sie fällt runter. Auch haben wir auch keine. Siehst du, wo ich stehe? Im Stahl. Also, meine Hoffnung natürlich auch, dass unsere Silage bald mal fällt. Nein. Also ja, die war bei 51 eben. Okay. Ja, 58. Gut. Das wird also über Nacht wahrscheinlich fertig sein. Ja. Dann bräuchten wir nämlich ein bisschen Gras. Dann Stroh und Silage, dann könnten wir kraftvoller auch machen. Und dann können wir unseren Rinderstall produktiv kriegen, damit wir Rinder kriegen. Weißt du nicht, die anderen sind ja auch auf das Ziel aus, Rinder, so wie es aussieht. Kommt es natürlich nur darauf an, wer kriegt das schneller hin. Moin. Moin. Kurze Frage, kann das sein, dass du euren zweiten Waldrand nicht zugeordnet hast? Weiß ich nicht. Weil Speedy konnte auf einmal in den Wald rauf. Wir haben aber bei uns beide. Ja, kleiner taktischer Fehler. Wir haben doch nur 2, oder Jungs? Ja. Ja. Aber welcher ist denn das? Also in welchen kommst du denn? Ich nicht. Doch, du müsstest ja auch reinkommen. Wenn ja, Moment. Genauso wie Speedy.
müsste ja eigentlich in der Kaufliste der Letzte sein, ne? Nee, ich komme da nicht rein. Das ist merkwürdig eigentlich. Keine Ahnung. Die war gerade in einem Waldrad drin, wo er nicht wusste, wem da gehört. Habt ihr im Osten eine Zellstofffabrik freigeschaltet? Ja. Könnt ihr ein bisschen gucken, wo das Geld denn hingegangen ist? Für uns? Nee. Haben wir die ganze Zeit schon auf dem Konto. Wir warten eigentlich, bis jemand merkt, dass ihr das falsch gemacht habt. Ich hab's angeklickt, die haben das überwiesen. Ja, aber nicht an euch. Du hast nicht mehr auf dem Konto gehabt. So fest. Okay, ich habe jetzt mal den Beitrag, also ich hoffe, das war jetzt der richtige. Würde das jetzt netterweise dann an dich überweisen, ne? Damit ja, das Geld ja danke, ich werde gleich Polster raushaben. Wir wollen hier nicht mogeln, nur dass jeder ein bisschen seinen Kontostand im Auge behält, dass das, ob es stimmt oder nicht. Ich werde gleich mich beschweren. Unternehmen. So, an den Lohn. Ich sage Dankeschön. 75.000 war anders. Jo. Nee, Verwendungszweck, ach, das habe ich jetzt in Verwendungszweck reingeschrieben, egal. Egal. Verweisung abschicken. So, müsstest du haben. Ja. Ja. Gut, hier sind unser Geld los, dann sind wir auch wieder, haben wir wieder ein reines Gewissen, ne? Was kannst du drüben sagen, ja, ich habe ein reines Gewissen. Ja, ich sag's gleich. Gut, also hier haben wir alles weggehämmert an Bäumen, was geht. Und wie gesagt, wenn Aufgaben sind, sagt der Thomas Bescheid. Ich wollte gerade sagen, was macht Thomas eigentlich? Wie wär's mal wieder mit Stumpen fräsen? Wir haben hier so viel. Das sagst du doch. Alles drin? Da gibt es aber an mich dann weiter. Ja. Der weigert sich da über den Holm. Also Leute, wir gucken nochmal wegen Rechnung. Haben wir noch Rechnung auf eine Rechnung? Jetzt sieht das gut aus, ja. Wir haben auch noch keine Rechnung für den Dreschertransport gekriegt. Der Lohn ist echt ein Schnäppchen heute. Krass. Happy Hour, oder wie? Kein Fahrzeug frei ist für mich. Was möchtest du denn? Nur so, ich dachte, ich drücke mal auf die Tab-Taste, kommen aber nirgends hin. Ja, es sind aber zwei Fahrzeuge, die sind unbesetzt hier. Beide Waltra stehen so auf dem Hof rum. Aha. So, ich guck mal, Fahrzeug gehört nicht dir. Düngerstatus. Ich glaube, hier kann schon wieder gedüngt werden, wie es aussieht. Ich dünge mal eben. Ne? Was sonst keiner kann, mache ich auch mal wieder ein bisschen was Sinnvolles, sonst wird wieder gemeckert, dass ich hier rumstehe. Aber, nee, das ist noch ein Teil, innen drin ist noch nicht gewachsen, das ist noch nicht fertig. Vielleicht guck mal kurz, ob sich was ändert, weil da geht ja Dünger rauf. Ja, also der Rahmen ist, nimmt an, aber die Mitte nicht. Okay, dann lassen wir das lieber, dann müssen wir noch warten. Also wir haben 80.000 Hackschnitzel bei der großen Paletten, dann 39.000 bei den kleinen Paletten und 9.000 bei der Hackschnitzel. Paletten verkauft. Ist verkauft? Paletten verkauft. Ist schon verkauft, meinst du? Ja. Da hat er dran gedacht, mit dem Düngerstreuer sollten wir dann nicht mit dem Breitreifen drauffahren. Dann müssen wir uns wieder hier Schonbereifung für fertig machen. Ja. Ja. Ich hole mir erstmal unser Geld. So. Der eine hat da gelandet, das ist auch toll. Sonst zu Null einmal raus und wieder rein switchen oder so, weil das ist ja sonst unmöglich, weil du musst ja in die Fahrzeuge bei uns reinkommen. Nein, ich komme gerade in gar keine Fahrzeuge rein. Kommst du überhaupt noch in Fahrzeuge, nicht mal in den Drescher? Nee, den habe ich auch ausprobiert. Dann geh mal bitte raus und wieder rein, weil das kostet sonst nur Zeit, das geht nicht. Also soll ich aus dem Spiel rauslassen? Ja, ich will noch einmal schon raus und wieder rein. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn man jetzt noch nach... Ja, dann bin ich kurz am Hüpfen. Hier. Ich guck mal kurz zu der Holzindustrie, damit ich auch noch mal einen Überblick über alles habe. Ich geh mal wieder ein bisschen rum. Nein, wir gucken. So, das rennt dann zu schnell. Also. Boah, Bretterpalette hier in meiner Holz... Die Leerpalettenproduktion, da brauchen wir erstmal keinen Nachschub ranbringen. Nee, hast du genug. Hackschnitzel haben wir ganz gut. Bretter 1, 2, 3, 4, das könnte verkauft werden. Pellets könnten auch schon durch 4 Paletten verkauft werden. Das aber lohnt noch nicht zwingend. Ich glaube, lass uns da mal ein bisschen sammeln. Egal, auf mich zu dir. Fellstoff ist ja schnell, ne? Also wir hätten 1, 2, 3, 4, 5 mal
Karton und 5-mal Papier zu verkaufen. Und wo? Okay. Papier bei Hagebau. Ist nicht bei uns. Und Karton auch. Aber bring ruhig beides rüber, weil die produzieren es auch. So, wir machen kurz kleine Synchropause. Ist zu oder nicht? 18 Uhr? Ist schon 18 Uhr. Natürlich, ja. Sage ich vielen, okay, vielen Dank für alle Zuschauer. Dann haben wir das Zuschauer ohne Ende zu verkaufen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir sind ja schon auf unseren Inseln gefahren. Der einen freue ich mich ganz besonders, dass er da ist. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, jetzt komme ich in die Fahrzeuge. Reicht es. Bin wieder perfekt. Nur wer schreibt, der bleibt. Müssen wir warten. Nur schreiben, den Leuten kann geholfen werden. Ja, dann können wir dann noch bei uns irgendwas verkaufen. Mal von hier den Bretterpaletten. Vielleicht. Wie sieht das denn hier aus? Einfach, ja gut, ne? Am Hof meinen oder bist du? Ja, deine gefällten Tannen. Ja, ist alles ein bisschen kreuz und quer da. Bei uns ist alles schlecht. Ich habe noch eine Idee, wie wir jetzt ein bisschen Zeit noch geben können. Wir könnten die Kuhweide mähen. Die ist zwar nicht so gut, weil sie nicht düngbar ist und ein bisschen fleckig, aber bevor wir jetzt gar nichts machen. Ja, dann ich pack mir den Mähzeug an und fahr nochmal hin. Ja. Und schon wieder weg. Würde mir einen Traktor schnappen. Und dann können wir ja dann in die Futtermischer reinschmeißen. Genau. Futtermischer, genau. Dann haben wir nämlich das Futtermischer, dann fehlt uns nachher nur noch Stroh. Stroh müssen wir aber erstmal gucken, wie viel wir über haben, wenn wir tatsächlich versuchen, das erste Ziel heute dicht zu machen. Oh, aber ich fuhr richtig. Ja, dann haben wir auch erstmal kein Holz. Und dann ist noch eine andere Idee. Da kommen wir jetzt natürlich auch nicht hin. Ja. Kann man den Waltra auf Strombereitung machen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Für Strombereitung reicht ja eigentlich für den Ziehen vom Dünger kleiner. So ein Hürlemann. Ja, das stimmt. Wir kriegen jetzt kein Fahrzeug mehr. Über Nacht. Wir müssen mehr jetzt mit dem Fuhrpark, den wir haben, auskommen. Moin. Moin. Ach je. Yeah. Luna klopft an. Ja, du hattest gerade vorhin gesprochen wegen Stumpenfräsen. Soll ich das dann für 8 Uhr in Auftrag geben? Ja, kannst du. In Auftrag nehmen oder ja, nicht? Ja, ich finde schon, dass wir die Stumpen wegmachen sollten, weil das ist ja auch performance-technisch, glaube ich, nicht so toll. Ist okay. Ja. Aber das mit den, dass der Luna selber bewirtschaften kann, finde ich eigentlich ganz schön, weil so hat der Luna wenigstens fast von 18 bis morgens um 8 zu tun. Ja. Das ist echt ganz gut. Und dann, wie gesagt, auch mit dem Versteigern nachher. Ich glaube, das wird nochmal ganz lustig. Ja. Wenn eine dringend Getreide haben will oder der andere und dann mal versucht, sich gegenseitig hochzubieten. Oder ihr werdet gar nicht los, müsst es unter Wert verkaufen. Ja, wohl, dann würdet ihr ja direkt eher für irgendwas anders verkaufen. Eben. Naja, unter Wert wird wahrscheinlich nicht ganz so passieren, aber. Ja, das macht dann auch keinen Sinn. So. Fahren wir wieder ein bisschen Hackschnitzel wieder wegsammeln. Aber so hat der Luna wenigstens auch was zu tun. Ja. Irgendwie wird das Spiel dadurch beschleunigt. Mitunter. Beschleunigt, sondern wenn keiner von euch kaufen will. Naja, wenn du jetzt genug im Lager hast, dann ist ein Ziel erledigt. Wenn ich genug im Lager habe, nee. Dann ist ein Ziel erledigt. Dann muss ich nur bezahlen, dass du es rüber schaffst. Genau, also dadurch, genauso wie Salazar, das Spiel ein bisschen beschleunigt. Im Moment, weil ihr natürlich auch für ein bisschen Getreide sorgt, was wir vielleicht kaufen können. Wie gesagt, aber das müsst ihr euch ja auch das Geld erst erspielen. Wir müssen, ganz genau, wir müssen es leisten können. Naja, aber umsonst kriege ich mit Geld kein Getreide. Versuchen wir natürlich auch alle die Produktion ordentlich am Laufen zu halten. Die Nacht bricht bald herein, die Leute. Wir müssen ein bisschen gucken, dass möglichst Rohstoffe in den Produktionen drin sind. Aber ich grüße mal jetzt über deine Lautsprecher auch mal deine Frau, die jetzt gerade fleißig schreibt. Ja. Schöne Grüße an meine Frau. Das muss auch mal gesagt werden. Ja. Ist Thomas jetzt eigentlich noch hier? Macht er irgendwas? Will er wieder übernachten hier auf dem Hof? Oder? Nee, der ist bei uns. Auf der Matchinsel. Ja, also gut. Also ihr habt das dann sozusagen von morgen früh Stunden gewesen. Hat das auf dem Schirm. Kommt fährt um 8 über die Brücke. Das war ja ein
schöner Leck gerade. Ne? Wie gesagt, um 8 fährt er über die Brücke. Und die Rechnung habe ich dir geschickt. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, das ist aber hier. So, ein wunderschönen guten Abend den neuen Zuschauern hier. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Und willkommen bei der nächsten. Wir sind hier nicht in England. Beim nächsten Stream der NF Match Map. Das Ganze powered by Fat Action. Und ich begrüße auch natürlich, sollte sie hier zuhören, Daniel, seine Frau. Ne? Hallo Frau, einen wunderschönen guten Abend. Ich denke, wenn irgendwann in der Nacht oder am nächsten Morgen werden wir. Falls ihr Fragen an uns habt, dürft ihr das gerne tun. Falls ihr Fragen an den Map-Mod habt, dürft ihr das auch gerne tun. Da haben wir einen Spezialgast, unseren Bauern Matze. Also das kleine Grasfeld könnten wir sogar schon kaufen. Nämlich hier schon fröhlich. Wird uns fast gar nichts. Eine Handvoll Paletten und dann können wir hier vorne das Grasfeld kaufen. Den dürft ihr ruhig fragen. Oder ihr fragt uns und wir fragen ihn. Auch kein Problem. Dürfte die auch sehr gern tun. Achso, dass man dann nachher mit dem Großgerät machen dann wir alles rauskommt, hast du mitgekriegt. Wir versuchen das Ganze dann zu übersetzen. Wo meinst du? Wie? Und etwas zu wenn wir nachher ein Big M kaufen, kommst du nicht auf das Feld. Ja, im ausgeklappten Zustand. Lang aber gestern von Alpha Robbe so, als wenn er auch im zusammengeklappten Zustand dann nicht gekommen ist. Also es gibt drei Einfahrten, glaube ich, an dem. Also mindestens eine wird groß genug sein, um da überzukommen, 100 Pro. Wenn wir im Laufe des Spiels mitkriegen. Ja. Wir haben den Big M jetzt auch aktiviert, ne? Ja, ich ärgere mich gerade so ein bisschen, weil hier die Qualität nicht ganz so funktioniert, wie ich an den Einsatzhandy will. Ja. Machen wir jetzt Finger an der Nase. Nee, dann verkaufen wir bitte einfach Bretterpaletten bei uns zum Beispiel. Ich habe aktuell so ein paar kleine Laderuppler hier. Bretterpaletten? Die großen? Ja, genau. Weil wir haben die brauchen wir nicht alle. Der Spawner wird gleich über Nacht wieder voll rennen. Können wir ruhig schon mal 5 Stück verkaufen. Dann könnten wir tatsächlich das Feld am Hof kaufen. Hat irgendjemand Holz abgebaut irgendwo? Nee, ich glaube mittlerweile haben wir so gut wie die Deko weggehämmert, ne? Also es sind jetzt 124.000 Holzstämme drin bei der Hackschnitzelproduktion. Das ist toll. Wisst ihr, was ich damit mache? Ich werde mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Reihe finde. Aber eigentlich müsste das ja reichen, weil wenn wir nachher das Holz in die Palettenfabrik reintun, dann sollte ja genug Hackschnitzel rauskommen, wenn die Zellstoff vorgeht. Ja, Zellstoff läuft schon. Das ist eine Antrag. Naja, aber ich meine, du kannst ja mal gucken, was ich gerade mache. Kannst du mich ja mal neu... Kostet gerade was. Nämlich noch eine Idee... Alter, weil ich da mega Laderuppe. Mir ist da noch so ein Einfall gekommen, was man mit Hackschnitzel anfangen kann. Nee. Ich an. Noch wissen die anderen nicht so ungefähr. Wahrscheinlich kommen sie bei mir und kommen da bald drauf, aber ist dann ja auch wieder so. Dann macht es eine, das ist das andere, ist auch alles in Ordnung. Erzähl! Ja, hier vorne, ne? Machen wir das schwarze Zeug da, machen wir da drauf. Was? Ja. Da viel mehr Geld. Upsala, was ist denn hier los? Das ist ja Faktor 0,5. Also wir schmeißen hier, ich sag mal, 40.000 rein und kriegen 20.000 Kompost raus. Wenn wir das direkt verkaufen, Hackschnitzel, kriegen wir viel weniger. Ist gut. Der Kompost ist ja ziemlich schnell. Ich bringe jetzt noch so möglichst drüber, was geht. Hello. Und wir über Nacht ordentlich Kompost kriegen und am nächsten Morgen haben wir definitiv Geld. Dann überlegen wir uns, was wir uns kaufen. Grasfeld oder Getreidefeld, vielleicht gibt es auch ein Getreidefeld, was erntereif ist, was einen guten Zustand hat. Das wäre natürlich auch cool. Oh ja. Oder in der letzten Wachstumsstufe ist, dass wir noch düngen können zweimal. Das wäre auch gut. Irgendwie sowas. Wachstumsstufe im Kopf ist. Hätte ich es nicht zeigen sollen, lieber, ne? Naja, egal. Muss nur schneller sein als die anderen. Ich mache auf jeden Fall was, ich stehe nicht nur rum. Auch mal schön. Freue mich, liebe Leute, gerne, dass ihr reinschaltet. Gerne nochmal ein Like da lassen. Auf Fat Action. Auch gut. Auch Shelly. Ja, steht auch, also wenn du noch, wenn du noch Holz findest. Ja, ich gucke. Also Feld 2 ist Weizen, ist im Wachstum. Ja. Welchen Status? Schon Ende, Anfang oder Mitte? Es ist schon dunkelgrün.
Und es gibt Feld 4, Feld 5, Feld 8 sind erntereif. Da ist aber eher drauf einmal Körner, Mais, einmal Raps. Wir haben auch kein Mais. Das ist auch budgettechnisch noch zu teuer, ne? Also dann wäre wahrscheinlich Feld Weiß, Weizen. Ja, ich hatte auch überlegt, ob wir ein Grasfeld kaufen und es umgrubbern. Also, ne, zum Getreidefeld umfunktionieren. Spioniert hier. Von wem denn? Speedy. Speedy, du kommst spioniert. Ich kriege gerade Tipps zugeschustert. Vielen Dank. Hört es. Was denn? Die anderen verkaufen ihre Hackschnitzel. Ja, würde ich nicht machen. Aber gut zu wissen, danke. Weil, wenn man sich mal anguckt, der Hackschnitzelpreis, das habe ich nämlich extra nochmal gecheckt, liegt bei. Ja, am Osthafen aktuell bei 324. Das ist nicht so schlecht, 324. Aber Ostgarten Center zum Beispiel nur 136. Der Hackschnitzel. Mhm. Wenn du es zu Kompost machst, hast du 466. Ja, oder naja, gut, beim Best Garden Center. Also bei uns. Auf für die Action. Wunderschönen guten Abend. 697. Passt ungefähr vom Faktor. Das schwankt natürlich auch ein bisschen mit den Preisen. Wenn der Kompostpreis ganz schlecht ist, macht es keinen Sinn. Wenn der ja, so wie gesagt, ihr seht, wir haben eine kleine Idee gehabt und die werden wir jetzt versuchen. Ansonsten können wir natürlich auch ein bisschen Hackschnitzel kaufen. Das so klappt, wie ja. Wir uns das vorstellen, werden wir sehen. Aber wir wissen, wir werden über Nacht natürlich wieder eine ganze Menge produzieren davon. Gutes. Die fanden das eine gute Idee und dann schauen wir mal, ob man die. Kommt ein bisschen auf die Preise drauf an. Was macht gerade Sinn, was macht keinen Sinn? Also, ich kann ja jetzt theoretisch. Ja, ich mache jetzt hier noch ein paar Bäume und dann schmeiße ich noch ein bisschen bei den Hackschnitzeln rein. Hätte ich eh dazu angefangen. Vorbeigefahren. So, und dann auf jeden Fall über Nacht läuft der Kompost da. Das ist schon mal gut. Ja, ja. Kaufst du denn eigentlich Brennerpaletten, die alte, oder was machst du Scheiß? Ich glaube, 5 Stück oder so waren das ja schon, kann man im Baumarkt verscherbeln. Weil in der Leerpalettenproduktion sind noch so viele drin. Müsste eigentlich erstmal für 2-3 Ingame-Tage reichen, geschätzt. Salazar ist beim Kuhhof, also beim Milchviehstall unterwegs da. Also beim ja. Ja, das ist ja viel Fläche zu mähen. Ja, ist zwar nicht ganz so ertragreich, weil da ein paar Lücken zwischen sind, aber trotzdem, ja, aber trotzdem, dass da ein paar Anhängerladen zusammenkommen. Müssen wir noch hier einen Spader dahin haben, ne? Die brauche ich zwingend, ja. Das könnte vielleicht die alte machen, wenn sie Bock hat, gleich nach dem Verkaufen vom Brettern. Also nur noch 3 Stück. Macht man sich mit dem Ladewagen tot. Ja, ey, das muss auf jeden Fall geschwadet werden. Wir haben einen Spion, der bringt uns Informationen. Vielen Dank dafür, für die Info, danke. Und du musst ja nicht immer selber gucken, das ist schon mal Fakt. Ja. Also gerne in die Kommentare reinschreiben. Was denn? Was hat er gesehen? Rinderzucht. Ja, läuft schon bei denen, ne? Soll wohl demnächst am Laufen, ja. Was haben die denn gesagt wegen des Geld, Dani? Wegen was? Wegen dem Geld. Was sie zu uns überwiesen haben, was haben die dazu gesagt? Hast du nicht mitgekriegt? Haben die nicht gemerkt. Also Jenny dachte, sie hätte das gekriegt, aber die hatten das nicht gekriegt. Okay. Die hatten es aber schon freigeschaltet. Ja, und sagte, die müssen ein bisschen gucken auf ihren Kontostand. Haben wir eigentlich die Biodieselraffinerie im Einsatz? Nee, haben wir noch nicht freigeschaltet. Kann nee, ich Geld einholen, bitte? Ich habe jetzt nur mal gesehen, dass ich halt nur noch halb einen Tank habe, ne? Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigung. Dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Fall, dass es Geld gibt. Dann müssen wir Raps anbauen. Ja, haben wir nicht aktuell. Dann müssen wir halt an die Tankstelle fahren. Kostet das Geld. Ist nochmal so.
Wenn wir kein eigenes Diesel machen, müssen wir den Trecker dann in die Tanke. Ja. So, dann sind die ganzen Produktionen hier jetzt eigentlich erstmal Holzhackschnitzel technisch leer gefegt. Soll ich noch was in die Zellschaft eigentlich reinbringen, damit die über Nacht läuft? Wie viele Ladung Hackschnitzel hast du hingebracht? Ein oder zwei? Eine. Ja, dann bringe ich nochmal was hin, weil sonst läuft die gleich leer. Über Nacht, weil wir sind ja gleich ab 21 Uhr Zeit vorgedreht. Der Holzhacker hat jetzt auch zu tun, der ist ja auch nicht so schnell, der arbeitet gemütlich, aber ist auch in Ordnung. Da werden wir über Nacht auch ordentlich Hackschnitzel zusammenkriegen. Weil das war das, was Team Ost in der letzten Nacht uns voraus war. Deren Produktion waren fast alle randvoll gefüllt und wurden die ganze Nacht durchgedreht sozusagen. Die haben ohne Ende Holz produziert. Da müssen wir so ein bisschen spurten. Das war ja, das da, wo bist du? Oben bei den Kuhweide? Warum? Was machen, ne? Ja, wegen Schwarz, ne? Bei der Kuhweide oben, ganz oben. Der Rinderhof. Milchviehstall, was auch immer. Ich weiß auch noch nicht. Genau, die Milchkühe auf der Weide fallen. Nicht. Hä? Ich wollte den abpumpen, was ist hier los? Ja, ich finde den Abpunkt sonst immer, heute finde ich ihn nicht. Da ist er. Stopp, 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 stopp. Und die Weide ist natürlich für die Kühe hervorragend gestaltet, aber für ordnungsgemäßes Geradeausfahren nicht ganz. Nee, dafür war die Weide auch eigentlich nicht gedacht, die wird gerade zweckentfremdet. Aber es ist gar nicht mal so schlecht, das so zu lassen. Insgesamt. Ja. Kann sich dann jeder für sich selber entscheiden, was er macht dann. Genau, die kannst du ja auch nicht düngen, also da kriegst du nur einen einfachen Ertrag raus, aber dann haben wir auf jeden Fall ordentlich frisches Gras für die Mischfutterfabrik. Ja. Die Silage wird ja auch heute Nacht wahrscheinlich fertig sein. Och, weißt du, wisst ihr, was wir vergessen haben? Was denn? Kriegen wir die Silage immer raus. Ja. Wir haben noch gar keinen Förderband. Also Förderband. Das müssen wir gleich morgen früh machen. Oder die Friese, die da hier wurde. Ja. Ja, obwohl das Förderband, das unten saugt, das praktisch auf. Es geht so schnell, das hat man bei denen gesehen. Weil sich die gestrige, nee, die heutige Folge angeguckt hat, das Förderband ist so saugt und zack, ist das Silage weg. Ich hoffe natürlich auch, dass es nicht verschwendet, ne, von oben 20.000 eingezogen und 17.000 und mitten da raus. Nee, das passt schon, das hat mich, wir haben ja in unseren Übungsspielen das auch gemacht, dass ich schon so raus soll. Okay. Hattest du das Geld jetzt geholt, dann hier, ne? Ja, für die Brennerpaletten habe ich geholt. Wir haben jetzt 163.000 zusammen. Ja. Meint ihr, wollen wir das Grasfeld kaufen direkt am Hof? Noch ein bisschen mehr Gras, aber können wir dann anschließend umpflügen. Ja, auch ein Dankeschön natürlich geht an denjenigen, der uns gerade gehostet hat. Da könnt ihr mit der Ladung vielen, vielen Dank. Genau. Freuen wir uns natürlich sehr über diesen. Kann man auch überlegen. Geschenk. Wir betrachten es als Geschenk. Ich würde sagen, ich lasse kurz nach morgen. Ein bisschen Streamzeit haben wir noch. Ich bin vor 10 circa, wie das Video gehen heute. Also, wie gesagt, also wir werden wahrscheinlich heute bis 4 Uhr streamen. Den Beitrag, wie gesagt, gehe ich nicht auf Schirm. Wahrscheinlich haben wir einen kleinen Traktor hier noch mehr. Ne? Folgen oder die weiteren Folgen für die Woche noch. Schwind fertig machen. Also, Schwind heißt für die Leute, die kleinen Traktor Schwedisch kennen. Ich habe mal einen eben. Wenn du tauschen möchtest, sagen mal, wenn du mal Hof vorbei kommst. Ja, ich bin gerade am Aufladen. Sitzen wir eventuell bis 2 Uhr unten beim Schwein. Das machen wir. Jedes Mal dahin. Aufs Neue. Nur allein für euch, warte mal, den kann ich ja den Dünger liebe Zuschauer, Zuschauerin oder wie auch immer, freuen wir uns natürlich und wir machen das auch sehr gerne. Bei dem muss ich mal auf Schonbereich. Wenn ihr Spaß dran habt und wir freuen uns natürlich auch, wie ihr, auf den LS19. Und es ist nicht mehr so lange Zeit. Also wir haben mal so irgendwas ausgerichtet, irgendwas mit 100, 150 oder sowas. Genau, zu trinken gegeben. Ja, wie war das bis zum Erscheinen. Bis nachher. Vom 19er. Muss ich aber selber werden wir natürlich auch auf dem 19er weiterspielen mit der. Oder höchstwahrscheinlich weiterspielen mit der NF Marsch. Aber das. Bei den Schweinen, wo denn das Schwein oder wo? Daniel, der wird so die. Gleich die erste rechts hier. Gleich die erste rechts.
und seine Frau oder beide, das immer sehr, sehr toll machen. Also, wie gesagt, hier nach Reihe machen wir mal ganz schön. Das zeige ich, glaube ich, jedes Mal an den Daniel. Natürlich auch ein Riesendankeschön. Können wir einmal schnell austauschen. Auch mal sagen, an unser Team, ja, das Team Friola. Ja, ihr seid ein super geile Truppe, ihr seid ein geiles Team. Was anderes kann man sich nicht wünschen. Wenn ihr als Zuschauer natürlich schauen wollt, wie wir als Team Friola arbeiten, dürft ihr das auch gerne tun. Bei Facebook haben wir aktuell einen Link. Da haben wir auch aktuell eine Seite drin. Gebt nur ein Ausrufezeichen. Eckball. Facebook. Kopfball. So. Und dann nice. Kommt da ein Link. Ja, ne? Dann nehmen wir mal den kleinen. Dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne liken, folgen, abonnieren, was auch immer. Sehr gern, sehr gern, sehr gern. Haben die Meldung, dass diese Lage auch fertig ist oder was? Vom Team Viola wird es auch einen Stream geben. Also nicht nur hier vom Daniel. Natürlich. Da kann ich den Motor anmachen. Genau, aber vom Daniel Hüls, also vom Team Viola. Aber da brauchst du ein bisschen Vorbereitung, weil wir sind alle, alle arbeitstätig. Und gehen alle arbeiten. Und aber es wird was kommen. Haben vor allem die Lage. Hier würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr dabei seid. Leider vergessen, ne? Und wenn ihr euch da auch natürlich liked, followt. Und ja, euch auch sehr gut als Single spielen, denke ich. Genau. Ja, ich hoffe aktuell, dass der Sound besser ist. Natürlich nicht so wie beim letzten Mal. Da ich noch kein Feedback kriege. Kann ja das Ziel sein, dass man einmal sich dann im Sof alles mit den goldenen Kühe sieht. Und unser Ziel ist natürlich auch noch, wird uns Stream jetzt leider nichts mehr, denke ich. Eine Dreiviertelstunde schaffen wir nicht. Aber in den nächsten Tagen, in den nächsten Folgen, weiß ich auch morgen oder übermorgen, guckt euch mal an, wie schnell das denn da geht. Lässt sich das erste Ziel sichern. Meinen Sie ganz cool mit den Förderbändern, ne? Ach, der wird auch spielen hier. Sie kriegen auch alles mit, was wir machen. Ne? So ist es nicht. Ja, Streamhopper. Nee, Jenny, ich glaube, das war auch eher, ne? Klar, dass es nicht klappt. War nur um zu ärgern. War das unser Silo denn was Reifes? Nee, ne? Da kam die Meldung, dann haben wir das nicht gesehen, dass der Silage. Nicht, aber. Wer hat da gemeldet, gesehen, wenn die Silage fertig ist? Wo ist denn eigentlich. Ach, der Sammelanhänger ist hier. Wir müssen ja auch gucken, wenn wir jetzt heute Nacht die Produktion, wenn die Förderbänder volllaufen, dass wir das eben wieder wegsammeln, ne? Weil bei einer 30-fachen Geschwindigkeit neigen die Förderbänder recht schnell dazu, voll zu werden. Hä? Wählt man den Autolot an eins von den Bändern und dann ist auch der Autolot morgen früh voll. Ja, aber dann bräuchten wir einen Traktor, der da steht. Nee, wenn du, also ich, meine Erfahrung ist, wenn du das im Autolot hinstellst, kannst du abkoppeln. Echt? Und der lädt trotzdem weiter? Ja. Hm. Das funktioniert jedenfalls bei mir im Singleplay, ganz locker. Was soll ich eigentlich noch machen vor 21 Uhr, ne? Oder eigentlich wollte ich düngen. Ich hab doch auch auf Pflegereifung geumgelt. Wieso bist du denn nicht um auf Pflegereifung? Kannst du das denn noch? Ja, eigentlich schon. Kannst auch auswählen. Nicht geändert werden, sagt er mir. Ja, dann braucht dann da die Rechte nicht, wenn du nicht Admin bist. Nee, oder du kannst ja nicht umbauen. Kann Thomas oder nee, Jenny das da machen? Ja, Jenny muss das dürfen. Oh nein, ich muss dich mal kurz hier wegziehen. Kannst du einmal kurz testen, ob du bei unserem Hof den, und da ich weiß ja nicht, ob ich jetzt gerade im Gespräch war, war ein bisschen unhöflich, dich da einfach rauszuziehen, aber. Nö, passt schon. Und zwar bei unserem am Hof die Werkstatt.
Ja. Mal gucken, ob du den Traktor umrüsten kannst auf Pflegebereifung, weil mir meckert immer, ich kann das nicht umrüsten. Nein, weil du mich als Admin eingeloggt hast. Ah. Warte, ich komme. Aber kannst du das als Admin nicht allen erlauben? Eigentlich ja. Umrüsten? Moment. Weil wir wollen ja nur nicht die Zeit umstellen, das war ja so ein bisschen der Hintergrund, obwohl wir sind gleich wieder in der 30-fachen Zeit. Ja, ja. So, du kriegst natürlich nochmal neue Zuschauer. So, der Helfer ist mal ausgeschaltet oder soll ich ihn angeschaltet lassen? So. An oder aus? Achso, kannst du ruhig anmachen, dann können wir es selber machen wieder. Dann kann auch wahrscheinlich jeder das, ne? Auch dann kann richtig. Auch Alasa mal umrüsten, dann kann die Alte mal umrüsten. Nein, nein, ja. Ich kann meinen Helfer einstellen. Den kann ich ja aktiv an- und ausschalten. Ja, dann lass den Helfer erstmal aus. Okay. Aber wo ich versuch's mal bitte. Jo, danke dir, jetzt haben wir den hübschen. Hübschen hier. Geht's? Danke dir. Perfekt. Okay, dann gehe ich wieder runter. Und ja, tschüss, tschüss. So, es wird dunkel, Brücken sind oben. Muss man ganz kurz in die Karte gucken. Ja, da können wir jetzt jeder umrüsten, das ist auch. Das heißt, wir haben jetzt nachts. Und wenn ihr Fans von Team West seid, könnt ihr auch gerne bei mir im Stream vorbeischauen, dann habt ihr noch eine zweite Perspektive. Ja. Und gleichzeitig immer schön Tipps bei uns reinschreiben, was die anderen machen. Danke euch. Ah, auf jeden Fall, vielen Dank. So, ich bin nochmal voll hier, lad nochmal ab für die Hackschnitze. Ja. Hey, hey, aber nicht aktiv Spitzel werben hier, ja, ja. Cool. Sägewerk, wie viel haben wir noch im Sägewerk? Bitte? Wie viel ist denn noch im Sägewerk an Brettern, also hier an Rohholz? Warte, ich bin gerade da. Weil das müsste jetzt eigentlich ausgehen, wenn wir das Rohholz nur noch ins Sägewerk werfen, dann sollte das doch so viel Hackschnitzel abwerfen, dass auch die Zellstoff mit überlebt. Also, liebe Zuschauer, jetzt mal eine Frage, wie findet ihr das, dass die Teams von den Zuschauern Tipps kriegen? Findet ihr das also für die gut oder findet ihr das nicht so toll? Sollte man das vielleicht in den Teamregeln mal besprechen und dementsprechend ändern? Oder sagt ihr, dass das so aktuell okay ist? Also jetzt seid ihr gefragt, ihr dürft jetzt gerne in den Chat schreiben, ob ihr das so toll findet oder ob das nicht so fair ist den anderen Teammitgliedern gegenüber. Also dürft ihr jetzt schreiben. Los geht's. Bretterpaletten 1000. Ja, genau. Wir schreiben jetzt auch schon ja, 1 Stunde 20. Ich denke mal, bis 3 Viertel wird es noch gehen. Und dann werden wir auch den Stream beenden und dann noch ein bisschen produzieren. Das mit dem für euch. Aber egal. Genau. Und seit ja, nächste Woche gibt es hier von meiner Seite aus, also von dem Kanal, keinen Stream, da wir im Urlaub uns befinden. Und, ich bin der Meinung, ich habe das ganze Feld erwischt. Zwei Wochen den Stream. Das passt schon. Und natürlich auch dann die Folge von Traktor. In der nächsten Woche. Das wäre der Übel der nächsten Woche. Kommst du aussetzen wieder? Werden. Aber ich werde mir sagen, ja, ziemlich sicher, wir werden uns vom Team für Urlaub vielleicht bei euch melden. Und ihr werdet es sehen. 21 Uhr. Aber aktuell dürfte ich dann das aktuelle Thema beantworten und schreiben. Also die großen Paletten vorne weg waren, bevor der Folge. Ja, jetzt haben wir gleich die. Gleich geht's ab. Ja, Pellets ist eigentlich auch schon ganz gut, ne? Hast die erste Reihe voll. Können wir die denn gut verkaufen? Die Pellets? Schauen wir mal. Pellets. Sorry, ich hab. Ich stehe auf dem Weg. Ja, ich habe auch irgendwie die Paletten alle auf einen Haufen abgelaufen. Pellets. 1362 im Hagebau. Wo? Hagebau. Auch wieder da drüben, ne? Der Baumarkt ist echt aktuell da drüben bevorteilt. Ja, die haben wir das letzte Mal bei uns. Alles abgeladen. Ja, bitte? Die Zeit vorspulen. Ja. Danke mal. Bitte. Hallo. Bitte schön. Danke. Der mir auch gleich aufgefallen. Hält das Getreidefeld eigentlich mittlerweile dünn? Achso, warte mal, ganz kurz. Komm nicht hinterher. Feldfrüchte, Wachstumsstatus immer noch nicht. 114 Leute sind da, 151 Likes. Euch. Müsste jetzt aber über Nacht passieren. Ja, alle mal, das mit einer 30-fachen Geschwindigkeit, jetzt rubbelt das ein bisschen. Aber schon wieder ein Autosave.
Bei der 30-fachen Geschwindigkeit wäre es auch kein Wunder. Aber ich habe noch nicht das Grasfeld gekauft, ne? Also. Wo sollen wir das denn gleich in einer Bahn mitmachen, wenn ich das jetzt kaufe, direkt Dünn und Salazar Mehl? Ja. Weil noch hast du alles, oder bist du schon wieder am Sammeln? Nein, ich habe noch nicht umgebaut. Kannst du denn... nicht. Muss ich Jenny schreiben, dass wir das freischalten sollen, ne? Ja. Oder was kostet ein sinnvolles Getreidefeld? Hat das jetzt jemand eigentlich im Blick? Ja, ne? Ja, Moment, ich hatte ja geguckt, das war Feld Nummer 2. Da war halt ein großes Feld, ne? Das kostet so viel, glaube ich. Geh mal gucken, warte. Willst du denn den Düngerstreuer schon auch mal 410.000. Ja, okay, das dauert zu lange. Wo ist der Kleine? Der steht jetzt da beim Getreidesilo. Direkt hinter dir eigentlich. Dann kann ich nämlich jetzt kurz mal mit Jenny korrespondieren oder mal eine Überweisung fertig machen für das Grasfeld hier vorne. Das kostet 115.570. 115. So, jetzt sind wir wieder da. Genau, das habe ich auch gerade gemerkt. Ja, nicht ganz bei der Sache, der Junge heute. Es tut mir natürlich leid. Ja, aktuell NF Marshmap. Vielleicht NF-Match. Muss der Thomas Jenny Bescheid sagen. Was soll ich ihr Bescheid sagen? Wir müssten einmal das Grasfeld 5 gekauft kriegen. Dafür haben wir euch gerade 115.570. Mache ich. Und. Nee. Ach doch. Hä? Och, hab ich das wieder selbst mir überwiesen? Wenn ich durchgeklickt hab, ne? Kann sein, dass ich jetzt nicht mehr überweisen kann. Jetzt ist es runter. Perfekt. Gut. Das ist jetzt nur noch freischalten, damit wir hier loslegen können. Okay, wir kriegen gleich Informationen, kannst wahrscheinlich vom anderen Team selbst. Kannst du freischalten? Was denn? Sie wollen es uns gleich unter die Nase binden, sagt ihr. Hört es bei mir im Chat, dass sie die Rinderzucht im Betrieb haben. Dann musst du da ein Schild suchen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel, ne? Haben sie schon richtig voll? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil aber gut, im Zweifel ist es auch in Ordnung, wenn die da, ne, Rinder machen natürlich ordentlich Geld. Wir haben auch schon Wasser da, wir brauchen noch Stroh, da schon ein Mischfutter. Und ja, das kriegen wir natürlich erst nach der nächsten Ernte. Macht aber auch nichts. Im Zweifel machen sie damit ein bisschen, wir machen mehr Agrar. Werden wir mal sehen. Wo bleibt denn der Freischalter hier? Wie komme ich denn zu dir rein, Carsten, über die Rinder? Nee, vorne bei dem Wasserdruck ist ein Gatter, wo du durchfahren kannst. Musst du erstmal auf dem Hof von den Rindern. Unser Silo ist fertig. Aufpreis zahlen. Ah ja. Freigeschaltet? Danke. Ich fahr los mit dem Dünger, ne? Los. Uiuiui. Ja, sind du kleiner Hau. Ne, der Ruckler war. Ich hab auch gerade noch einen. Ja, war mir auch egal. So, muss die ganze Arbeitsbreite ausnutzen bei dem Gerät, ansonsten ist natürlich nicht Geld. Das wächst ja schon mit der Nacht, ist krass. Ja. Ja, dann müsstest du aufhören, musst du das schwappen. Das bringt sich nicht weg. Ich freue mich nochmal über neue Zuschauer. Schön, dass ihr reinschaltet. Auch wieder so zahlreich dabei. Wir sind eigentlich auch aus Twitch. Also eine Twitch-Fraktion. Sehr mau. Ja.
Ja, bei Chinox bin es wahrscheinlich ich und noch jemand. Ja, also im Moment stagniert das. Gerade eben war ich auf 10, jetzt fällt es auf 5 runter. Schauen wir mal. Könnt ihr die Wiesen, müsstet ihr selber kaufen können, Dani? Über Erd? Ja, genau. Also, wir haben aktuell ein kleines Ziel und eine kleine Änderung. So. Richtig. Allererste Frage. Bezahlt, ne? Wie würdet ihr es finden, wenn wir die Teams untereinander, wenn wir Zuschauer den Teams in Teams untereinander Tipps geben? Zweimal Geld verloren, einmal die Überweisung fair oder nicht? Das Gras fällt. Und so viel Geld hat man dann doch nicht. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und dann haben wir mal eine kleine Idee. Wir können es mal lassen oder müssen das im nächsten Team besprechen. Schreibt es rein. Nein, ich meine, bei den Feldern und bei den Wiesen. Macht euch Gedanken. Auch ihr seid hier gefragt. Die Fabriken, ne? Wir haben jetzt, und zwar, wir als Lohne haben eine kleine Idee. Ne? Ihr habt das wahrscheinlich gesehen. Wir gekauft, werden ohne uns aktiv. Hat er denn bezahlt? Ja. Genau, ja, dementsprechend die Nachfrage. Bei den einzelnen Teams bis anzuhören. Wenn sie Gras brauchen, Silage brauchen oder was auch immer. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann müssen sie das bei uns melden und müssen das quasi. Nein, er kann keine Fabrikgebäude kaufen, ne? Aber er kann Felder und Wiesen kaufen. Tonne wird das höchstwahrscheinlich sein. Und bei dem Skript wird das aktuell egal, wie es aussieht. Das eine ist ein Stück Zaun, das andere ist ein anderes Stück Zaun. Macht den Lieferpreis mit enthalten sein. Felder. Wie findet ihr die? Findet ihr die gut? Lass mal da so ein bisschen mehr. Okay, dann hat er sein. Dann möchte ich gerne den Kontostand nochmal sehen, ob das wirklich abgezogen Konkurrenz. Wird, weil das wäre neu, wenn das bei ihm funktioniert. Er ist genauso angemeldet wie ich und das ist tatsächlich egal, das ist nur Zaun, was davor ist. Der Zaun dann ist vor den Grasfeldern und der Zaun und ist vor den Fabriken. Dann gehe ich nochmal rüber und hau ihn an. Ja. Ja. Das basiert nicht auf unterschiedlichen Sachen, das ist tatsächlich einfach nur Sperrzaun, der davor ist. Sperrzaun ist egal, ob es ein Feld dahinter sich verbirgt oder... Produktion. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es gerade abgezogen worden ist. Das wäre ja natürlich dann können wir uns auch sofort alle Grasfelder freischalten. So, das Feld ist glaube ich fertig gedüngt. Das ist mit dem Düngerstreuer. Ja, wir haben ein paar Felder. Dann laden wir das. Genau, also ihr dürft gern aktiv mit abstücken. Wie würdet ihr das finden, dass die Zuschauer den Teams intern Tipps geben und die anderen Teams arbeiten? Findet ihr das fair? Okay, oder nicht ganz so fair für die Teammitglieder. Ruhig aktiv reinschreiben, ja, nein. Finde ich blöd, finde ich nicht so gut. Was? Und dann können wir das eventuell in der nächsten Teambesprechung, ja, für die Teamregeln können wir das vielleicht auch dementsprechend auch so erstellen. Ja, das werden wir zur Not nachher nochmal gucken. Man kann es ja im Kontoverlauf irgendwie sehen, was die Bewegungen da waren. Ja, das muss natürlich runter sein. Glaube ich, gleich auf den anderen Grasfeldern weitermachen, oder? Ja. Wenn die mehrere Düngerstufe auch annimmt, schon. Ja. Das wird's dunkel. Also vielen Dank für das Hosting. Ich kann mir vorstellen, dass die Wachstumsstufe weiter ist, weil ich gucke die ganze Zeit, ich wundere mich schon, dass das nicht vorspringt. Aber das sind diese Hafer und Rotten, die brauchen immer länger wie Gneizen oder Gerste, bis die reagieren. Wohin mit dem Gras? Hast du schon gesammelt? Ich habe jetzt eine volle Ladung, ja. Buttermisch! Buttermischer! Genau. Buttermischer am Hof. Alles klar. Genau. Ja, alle Grasfelder sind wieder, ne? Erntereif. Dann mache ich eine schöne Runde jetzt mit dem Mähwerkzeug. Ja. Dann machen wir einen zweiten Silagehaufen fertig. Geld ja, nee. Nee, das ist nicht das Geld. Das Geld, was auf unserem Konto gelandet war, war für die Zellstofffabrik am Anfang. Das ja, eine müssen wir noch mal gucken, weil das kann tatsächlich, kann ich mir nicht vorstellen, warum funktioniert das bei Speed. Bei ihm soll es abgezogen werden. Also wie gesagt, das ist ein Unterschied, ob Getreidefeld oder Grasfeld. Das sind ja ganz andere Sachen. Haben wir einer die Fabriken sonst? Aber er schafft keine aktuell, ne? Feuer aus, dass wir hier rüberfahren, wo wir weitermachen können.
Ja. Ansonsten von den Zuschauern vielleicht irgendjemand diesen Stream von Speedy auf. Da könnt ihr ja auch im Zeitversatz einfach mal zurückgehen und gucken, wann Speedy ein Grasfeld gekauft hat oder ob ihm tatsächlich Geld abgezogen worden ist. Mich würde es mal interessieren. Also wer Bock hat. Ja, wurde. Einen nebenbei. Ohne jetzt unsere Aufgabe hier zu vernachlässigen. Aber ich meine, an die Zuschauern hier, ne? Soll ich denn weiter mähen? Du soll also alles annehmen, ne? Kannst du noch vielleicht mal die Fabriken checken, ob die schon vollgelaufen sind, ob wir irgendwo wegnehmen müssen? Also Zellstoff, Pellets, Sägewerk und der Paletten müsst du mal gucken. Dann stelle ich den Schwader bei Salazar dahin, da kann er gleich natürlich den Schwaden oder wie auch immer, oder am Hof. Ja, wahrscheinlich kannst du auch gleich weiter schwaden, wenn du nur mal kurz geguckt hast, was bei den Fabriken los ist, damit wir mal so einen kleinen Stand haben. Barcelona, stimmt. Diese. Moin. Moin. Ups. Hattest du mitgekriegt, Dani, das Geld wurde abgezogen von Thomas? Hat er gesagt. Gut, von Thomas. Na, bei Speedy meine ich. Hatte dir Thomas schon ausgerichtet? Nee. Kam nicht an? Das von seinem Konto abgezogen? Ja. Er hat das Feld gekauft und. Moment. Die haben Feld 12 gekauft und das Geld wurde abgezogen. Was? Feld 12? Ja, also wir sind hier ja auch live. Es ist ja nicht so, dass wir nur beim Dying live sind. Nein, auch hier sind wir live. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das funktioniert. Die Korrespondenz lässt hier gerade ein bisschen zu wenig. Ich hatte verstanden, dass du Grasfeld. Das ist nicht schlimm, das ist halt nur so. Nee. Wissen wir Bescheid, danke. Ich habe ja auch mal gefragt, wie ihr das findet, dass also was ist denn auf Grasfeld? Zuschauer den Teams intern Tipps geben. Diese 12. Weil die Teams sind. Fändet ihr das gut? Findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Aktuell dürft ihr das gerne hier in den Chat schreiben. Haben die sich denn da gegönnt? Guckt ihr mal von euch. Am Bolzen Produktion. Das ist Hafer, was sie da haben. Hafer haben sie sich da gekauft. Ja. Okay. Ja, aber die Frage ist ja, ob wir das mal in der nächsten Teambesprechung so mitnehmen oder nicht. Ich meine, klar, das lässt sich nicht ganz ändern. Ja, aber auch nicht verkaufen. Ja. Also wir finden aktuell eure mehrere Blickwinkel die Idee sehr, sehr gut. Und Anhänger müsste ja noch dastehen irgendwie. War ja auch nur mal so eine Frage an euch, ob ihr das so toll findet und das fair ist, eurer Meinung nach, oder? Also nicht, wie viel, nur muss man gucken, wie viel Unterschied das macht. Es geht auch so ein bisschen um die Zeit. Wenn es einen ganz kleinen Unterschied macht, verkaufen wir lieber hier. Dann kannst du in der Zwischenzeit noch was anderes verkaufen. Wir müssen auch versuchen, irgendwie noch ein weiteres Feld zu kriegen, was Getreide angeht, glaube ich. Vielleicht war unser Grasfeld jetzt nicht die beste Entscheidung. Die 3 hätte ja Gerste. Kostet? 193. War nicht so leicht zusammen. Na wohl doch, wenn wir jetzt die ganzen Produkte verkaufen, die wir stehen haben, haben wir das Geld locker drin. Also wie viel 100.000? Ja okay, weil das andere Feld sind 400.000.
Ja. Also es geht um Weizenfeld. Das ist das kleinste Feld, was ihr kaufen könnt. Und das ist erntereif, oder was ist das? Ja, ne? Das ist also erntereif. Mittlerweile ist auch wahrscheinlich... wie sieht das aus? Das ist erntereif. Ne, das ist noch dunkelgrün, aber das wären dann zwei Düngerstufen. Also von hier aus sieht es aus, als wäre es erntereif. In der Entfernung. Ja, aber ich gucke ja in die Farben und die Farben sagen ja... Die haben eine Hafer. Aber das ist nicht schlecht von denen. Das ist ein guter strategischer Schachzug. Also das fällt vor. Alter, was für ein Ruckler. Boah. Hallo? Das ist aber mal gut hier. Jetzt hänge ich im Graben. Ja, ich auch. Ich komm wieder raus. Glück gehabt. Ja. Hört man mich eigentlich? Hallihallo? Ja, jetzt mal wieder. Ja. Hallo. Das ist jetzt eigentlich als Dünger, oder ist es noch nicht gewachsen? Ist noch nicht weiter gewachsen, das Feld. Ich kann es noch nicht weiter düngen. Warte mal kurz. Irgendwie will das noch nicht weiter wachsen. Das ist komisch. Das sieht fast so aus. Kann man Jenny mal fragen, ob die Wachstum aus ist? Den müssten wir es ja auch können, ne? Nee, kann ich nicht sehen. Was macht denn das große Feld 2? Was hat denn das für eine Stufe? Ist das schon erntereif? Ja, also bei mir in der Übersicht ist erntereif 2, 3, 4, 5. Oben ist alles erntereif, aber das kostet 410.000. Lass uns mal möglichst da konzentrieren, jetzt noch schnell Produkte zu verkaufen. Ich weiß nicht. Boah, das... Halt, das ruckelt fast schon wieder. Dass wir das Gras sammeln, vielleicht ein bisschen pausieren. Ja. Ich kann ja gerne jetzt die Fuhre runterbringen. Ich guck mal kurz in die Preise. Palettenbaumarkt extra bringe ich. Ja. Pellets wäre auch ganz gut zu verkaufen. Einmal das Maisfeld. So. Ich muss erstmal einen Schwan. Noch 3,5 Mehl. Ja, bitte erst mit dem Schwan. Ja, wie viel hat denn die Schützung? Danke. Ja, macht trotzdem nichts. Nicht alles trotzdem ein Square. Also trotzdem nochmal kurz gucken. Vielen Dank, echt cool. Osthafen, da wird ja wahrscheinlich freigeschaltet sein und keiner wird dann die nahen Sachen freischalten. Ja, falsch Gerät. Fahren wir wieder zurück und holen das Richtige. Natürlich dürft ihr auch uns gerne hosten und gerne folgen. Das ist natürlich auch. Würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Und dürfen natürlich auch weiterempfehlen. Ja. Paletten sind ja schon wieder voll, ne? Bretterpaletten. Jetzt verkaufen wir der Paletten, ne? Kannst du nicht, oder können wir nicht den einen, den wir jetzt für Holz sammeln genutzt haben, eigentlich umrüsten, auch auf Paletten? Kann man ja, können wir. Wir haben uns nur einen zweiten gekauft, um dieses Umrüsten zu unterbinden. Ja. Aber steht ja uns frei, das denn doch zu machen. Also ich wäre am Hof, ich könnte den schnell umrüsten. Ja, vielleicht, weil dann kann noch einer in die Brücke auch gehalten. Ja, hier steht das mega geil. Die Zellstofffabrik ist komplett voll. Einen wunderschönen guten Abend. Dann müssten wir eigentlich mit der Doppeltladung, also damit da nicht so viel Fahr weit ist, also mit beiden Anhängern am besten zusammenpacken und dann müsste man einmal rüberfahren zu deren Baumarkt und alles verkaufen, was wir hier haben an Zellstoffprodukten. Papier und aus zu einem Hubwagen. Aha. Mein Ingenname ist Thomas. Ich mache eben große Paletten. Ja.
Frage. Ist schon verkauft? Da sind noch Kosten für Dünger drin, aber es sind nicht unsere Kosten. Hast du jetzt schon verkauft gehabt, die alte oder noch? Dabei, ja, das dauert ja. Ja, nee, das wusste noch nicht, das ist gut. Hab ich jetzt zweimal. Ja, vielleicht verkauft Chinox dann noch. Paletten. 1200 stand jetzt dabei, was das Konfigurieren gekostet hat. Okay. 1200. Mehl wäre ganz gut. Also Mehl, da würden wir knapp 50.000 mit verdienen, wenn wir das hier abgibt am Supermarkt. Ja, ist schon. Guck mal eben die Düngerstufe durch auf Feld 6. Ist, glaube ich. Ist das jetzt durch? Ist noch nicht durch. Auch muss durch sein, ist eine Wachstumsstufe mehr. Wo ist das denn? Eine Wachstumsstufe mehr? Das ist immer noch hellgrün in der Mitte. Aber vorher war da keine Frucht, jetzt ist Frucht da. Es wird wahrscheinlich kurz und knapp. Es kann sein, dass es bei dir im Display dauert. Moment, kann sein, dass du schließen musst, neu öffnen musst und dann hat sich ja, die. Ihr sagt, es ist durch. Ja, dieses zu, auf und zu bringt nichts. Weiter. Ja, jetzt kommt es vielleicht von Aktualisierung, oder? Dann muss doch weiter hier rüber. Inwiefern hast du mich gefunden? Das musst du mir jetzt mal. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also der Verkauf kann aber schon. Das ist nicht so schlimm. Ja, wie ist es? Ja genau, ab 6 ist wieder 5-fache Geschwindigkeit, ne? Jetzt haben wir da ein bisschen Zeit. Oh je. So, wir haben auch nur noch knapp 10 Minuten im Stream. Ich freue mich nochmal für alle, die reingeschaltet haben. Schon mal. Ja, nochmal ein Like da lassen. Wenn die folgen. Die nächsten Tage. Wir sind so, also wir brauchen dringend das Geld. Ich weiß nicht genau, ob wir es noch schaffen, aber es wäre schon echt cool. Also Mehl wohin? Supermarkt, gell? Sagtest du? Ja, verkauf einfach hier am Markt. Wir müssen sonst warten anderthalb Stunden noch. Gut, die läuft eh nicht mehr. 50.000 und mit der Verkauf von den alten, mit den Paletten und so. Würde vielleicht schon reichen. Ansonsten wäre auch noch Kompost gerne ein bisschen zu verkaufen. User joined your channel. Hallo. Moin. Kurze Frage, ist das gewollt, dass die Obstfarmen auf beiden Inseln frei zugänglich sind oder sollten die eigentlich auch kaufbar sein? Nö, die sind bisher tatsächlich frei zugänglich. Da habe ich noch nichts vorgebastelt. Was auf beiden okay. Aber auch tatsächlich so. Okay, dann weiß ich da Bescheid. Weil das, okay. Da haben sich die Jungs unten jetzt ein bisschen drüber gewundert. Ja, dürfen sie nicht benutzen. Nee, okay. Das kann man verwenden. Die ist frei verfügbar als einzige Produktion quasi dann auf der Map. Ja, mit Fleisch. Fleisch dürfte, glaube ich, auch keine Erfahrung haben. Okay. Dann bin ich wieder unten. Gut. Bei uns der Aldi oder ist bei uns der Lidl? Lidl. War ein bisschen schlechter, aber ich, das sind, also das wären 3000 ja, Unterschiede bei der Fahrzeit, glaube ich, das rechnen sich das nicht. So, ja, dann haben wir das, haben wir das. Und danach machen wir einmal Zellstoff leer, ne? Ja, oder sollen wir auch mit dem Obst anfangen? Ah, jetzt also ist quasi die Ansage, dass sie es tun werden, ne? Das könnte aber auch ein Krieg sein. Ja, das ist schon, also ein bisschen Kompost rein. Wasser könnten wir reinmachen. Eine Leerpalette und hier eine Kartonpalette. Karton ist sowieso nicht so der gute Preis. Papier müsste aber ganz gerne rüber gleich um 8. Wenn wir da 10 Paletten haben, dann sind das ja mal locker 80.000, 100.000 Einnahmen, die wir mit Papier machen können. Ich denke, wir kriegen also nicht alles in einer Tour mit. Kann ich da voll machen, also.
Was meinst du? Ich sage, ich kann den Autoloader voll machen. Ich stehe hier gerade bei der. Ja, mit. Aber noch kannst du nicht rüberkommen, ne? Ne. Aber kannst du schon mal freiräumen trotzdem, dass der vielleicht noch produzieren kann? Einmal aufnehmen, zur Seite packen und wieder das andere wegnehmen. Bunkersilo fermentiert. Das ist nicht unseres, das muss beim Gegner schon wieder sein. Ah, okay. Und das ist schon aufgedeckt. Echt gut. Was ist denn das? Hört das mal auf? Jo, Frau Matze, weiß Bescheid, danke. So, aktuell wird Mehl verkauft. Ja. Wollen wir ein bisschen gucken, wenn Bescheid, wann alles verkauft ist. Geht auch für dieses hier, was am Baumarkt alle stehen haben. Ja gut, jetzt halt hier rumzustehen und zu warten ist halt blöd, ne? Ja genau, nur mal ab und an vielleicht mal gucken und so. Und vielleicht kann jemand nochmal eine Ladung Kompost verkaufen, weil dann haben wir auch das Geld für so ein Feld. Das dauert echt noch lange, bevor wir hier wieder ernten können. Und ich habe jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, dass die jetzt ein komplettes Feld schon haben mit Stroh. Ich weiß nicht, ob wir Strohziel machen wollen, aber da könnten sie uns jetzt ein bisschen zuvorkommen. Wenn wir noch ein drittes Feld kriegen, hier was Stroh drauf hat. Dann haben die fast alles, was sie brauchen. Ja. So, das Feld am Hof ist gleich fertig gedüngt. Also gedüngt sind auch die beiden Felder über und unter Biogasanlage, mit dem jetzt wieder Gras dabei da. Ja, ich bin ja noch auf der 5 am Mähen. Ja. Die ist ja doch ein bisschen größer, die Wiese. Im Park, da, das stimmt. Also Verkauf bei Lidl ist jetzt fertig. Okay, ist am Baumarkt noch was? Du gerade einmal gucken magst. Sekunde. Baumarkt. Baumarkt. Oh, ja, das Geld. Ja, da muss was noch was sein. Ist noch kein. Sind es die ganzen Paletten und so, die verkauft werden? Ja, steht aber noch eine Menge. Ja, wird immer noch verkauft. War aber schon mal 60.000 mit dem Mehl gerade. Das ist gut. Aber 105. Wieder ja auch. Ich fahr jetzt noch zur Zellstoff runter und guck, was da noch steht und dann. Ja, oder kann einer Kompost verkaufen? Oder ist Kompost bei uns? Ja, den Heller brauche ich hier, die Produktion steht hier bei der. Ja, genau, wir hatten ja gesagt, am besten macht ihr die beiden Anhänger jetzt zusammen. Dann kann gleich mal wegen die alte um 8 Uhr rüberfahren und die ganzen Kartons, nee, das ganze Papier bei denen verkaufen. Ich brauche den normalen Hänger zum Überladen, also zum Vollmachen von Lackschnitzel. Die Produktion ist leer. Ja, dann also wie das eine am besten, dann, ne? Müsst ihr gucken. Also hier steht ja alles am Hof rum. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Muss, wie gesagt, also sollte zumindest einer mit allen Papier, was geht, rüberfahren, das bei denen am Baumarkt verkaufen. Chino, was hast du vor jetzt? Ich bin jetzt an der Zellstoff. Genau, schnackt euch ab. Wird jetzt alles einladen. Auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Stream, viel vor ist es, also machen jetzt noch 5 Minuten circa hier. Ich will auf jeden Fall noch zu Ende dünnen. Viel erntereif, wir brauchen echtes Geld einfach. Die anderen haben verkauft. Guck mal schnell, ihr könnt auch aktuell Hackschnitzel ein bisschen wieder in die Zelle bringen. Der steht in der Halle, im Hof direkt. Der Auflieger, den hast du wieder mitgenommen? Für die Paletten? Ja. Okay. Ist aber leer, ne? Also ich würde jetzt sagen, irgendeiner verkauft irgendwas, weil das ist immer nur punktuell, diese riesen Laderucker hier.
Also wir verkaufen die ganze Zeit. Also zumindest hier Paletten. Boah, dann hole ich schnell den anderen. Ach. Klar, ich sag, also, ja, schnackt auch gerne ein bisschen miteinander, dass ich muss jetzt nicht alles nur koordinieren, sondern müssen insgesamt ein bisschen als Team funktionieren. Soll uns auf jeden Fall helfen. Weil wie gesagt, gleich geht die Brücke auf um 8 und dann wäre schon ganz gut, startklaren Doppeltrailer da zu haben. Ja, ich hole gerade den zweiten und dann mache ich den voll und dann bin ich bereit. Steht hinten, wenn du zum Biogas fährst. Ich kann, wenn ich das jetzt wieder fertig gedüngt habe, dann reizt man auch erstmal mit Düngen. Die 6, hat die überhaupt bei mir noch eine Düngerstufe 3? 3 müssten wir haben, ne? Die wird bei mir schon mit 3 angezeigt. Gut, dass wir drüber reden, oder was? Wenn wir es auch sparen können, glaube ich. Danke. Einmal runter rumgefahren, umsonst. Auch schön. Da passt ja auch keiner auf hier. Naja. Hast du gemerkt? Als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt. Ja. Die Grasfelder werde ich jetzt nicht, also die kleinen machen wir nicht, ne? Bei der Schafwiese und beim Reifeisen lassen wir jetzt erstmal draußen vor. Wir haben so viel Gras jetzt noch, wo wir gar nicht hinterherkommen aktuell. Ne, die kleinen nicht, ne. Wo sagtest du, steht der Biogas? Ne, hier vorne auf dem Hof. Silos. Achso, ja. Ja. Ich bin gerade. So. Und dann streue ich erstmal wieder in die Halle. Brauchen wir auch jemanden, der eigentlich Förderbänder kauft, ne? Mod-Förderbänder. Muss man gerne mit dem Valtra holen, weil der so schön schnell ist. Ja, genau, aktuell gerade Feld 8. Was ist denn mit dem Verkauf eigentlich am Baum? Was wir machen hier? Ich denke schon, ich weiß nicht mehr oben. Noch ist kein Geld da im Müll. Dankeschön. Ja, genau, so. Vielen Dank nochmal für den Follow. Und schönen Abend dir noch. Tschüss, Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ist jetzt nochmal ein Feld zu kaufen, was wir direkt auch ernten können. Und nicht ganz unerheblich sein, die ersten Ziele angeht. Selbst das alles ist noch nicht viel entscheidend, wir haben noch viel vor uns. Und so geht es auf jeden Fall morgen weiter, weil das sehen wir heute im Stream nicht mehr. Also irgendwas wird wahrscheinlich an der Brücke stehen. Sinne, warten, ich würde auch sagen, wir klappt, dann fährt er mit einer schönen Ladung uns, über den Osten, versucht ja, da Papier loszuwerden. Das ist natürlich da die spannende Frage. Viel Spaß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die Woche reinschaltet. Problem sein, ne? Wenn die da gerade verkaufen schon im großen Stil, dann lässt es gar nicht los und unsere Anhänger sind geblockt. Aus das Gerät. Schon mal so im Hinterkopf, ne? Schon mal dazu. Werden wir es wahrscheinlich machen. Hört mich, wie sagen, im Team von Fiona natürlich auch im Team von Fit Action. Vielen muss man da ewig Dank, warten. Dass ihr da ja, gut, man kann die Anhänger zu Not stehen lassen und kann dann die Förderbänder und so transportieren, die für unsere Silage kriegen. Die haben natürlich einen fiesen Vorsprung, was die Silage angeht. Das war bei denen eine gute Taktik, erstmal so ein klein bisschen zu machen. NF. Abzudecken Marsch, und dann erst den großen Rest. NF Match. Noch zwei. Map. Heute habe ich dann. Dankeschön für alles. Viel Spaß weiterhin. Schönen Abend euch. Ich bin raus. Und dann sehen wir gleich, was wir jetzt über Nacht